Herzlich willkommen von Seiten des VKSI. Mein Name ist Klaus Krogmann und wir haben heute Abend das für dieses Jahr neue Format, wo die Sneak Preview des VKSI den IT Roundtable des Cyberforum trifft. Das ist ein Format, das wir bewusst so geschaffen haben in Zusammenarbeit, um einfach noch mehr Leute erreichen zu können und ja auch das Themenspektrum breit darzustellen zu können, sodass die Leute, die sich für IT in Karlsruhe interessieren, auch heute mit wechselnden Themen was lernen können. Wo rührt das Ganze her? Wir als VKSI sind, ja, wenn man so möchte, so eine Art Berufsverband für Software-Ingenieure, die ihren Kern, ihren Fokus in Karlsruhe und in der näheren Umgebung haben. Und wir kümmern uns unter anderem darum, dass das Berufsbild des Software-Ingenieurs professionalisiert wird, dass es auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird als eine Ingenieursdisziplin. Da habe ich mich diese Woche gefreut. Ich glaube, es gab einen Artikel auf Heise, wo das irgendwie auch nochmal als Berufsbild, als das jetzt neuerdings dem Ingenieurwesen zugerechnet wird, aufgezählt wurde. Das heißt also, vielleicht ist es auch in gewisser Weise unseren Bemühungen zuzurechnen, dass das jetzt so wahrgenommen wird. Ansonsten kümmern wir uns um Nachwuchsförderung. Das beginnt schon an den Schulen. Wir haben beispielsweise Technik-AGs unterstützt. Wir unterstützen sehr regelmäßig das Informatik-BOGI, das man machen kann als Schüler, um sich dann von den Berufsbildern einen besseren Eindruck zu schaffen. Und natürlich ist die Hoffnung, dass wir dann auch vernünftigen Nachwuchs bekommen, Jungen wie Mädchen. Und ansonsten geht es um Weiterbildung. Da trägt zum Beispiel jetzt das aktuelle Format mit dazu bei. Und grundsätzlich geht es uns darum, dass wir den IT-Standort Karlsruhe als Ganzen stärken. Wir haben wahnsinnig viel Mittelstand, sehr, sehr viele diverse Unternehmen, sehr gutes Ökosystem mit den ganzen Hochschulen drumherum. Und darum kümmert sich der VKSI insgesamt. Und wir partnern seit einiger Zeit entsprechend mit dem Cyberforum, eins der größten IT-Netzwerke in Deutschland. Über 1000 Firmenmitglieder sind dort aktiv. Und ja, das Cyberforum hat so vielfältige Aktivitäten, die werde ich jetzt nicht alle hier unterbekommen können, aber es gibt einfach große Überschneidungen, gerade was auch das Weiterbildungsangebot angeht, was Nachwuchsförderung angeht, was die Unterstützung von Startups angeht. Das ist einfach gut, das passt gut zusammen. Wir sind schon lange Jahre eine Special Interest Group beim Cyberforum und machen entsprechend das Format jetzt sehr gerne zusammen. Ruf vielleicht mal vorab und dann können wir eigentlich gleich in die Agenda einsteigen, Matthias. Gut, danke Klaus. Zur Agenda. Ich habe heute die Ehre und darf Ihnen allen ein Stück weit was vorstellen, was wir auch gerade so als Projekt vorantreiben zur Stärkung des IT-Standards Karlsruhe. Damit werde ich gleich starten und werde dann im Anschluss übergeben an die beiden Vorträge, Referenten, die wir heute haben, den Herrn Professor Dr. Steffen Kinkel von der Hochschule Karlsruhe. Und dann Herrn Dr. Darko Katic von der Artiminds Robotics GmbH. Und wir würden uns freuen, natürlich am Ende nochmal einen kleinen Ausklang mit einer Diskussion zu haben, um da vielleicht auch so ein bisschen auf die Themen von heute einzugehen. So, was möchte ich Ihnen heute vorstellen? Herr Krogmann hat es gerade eben angedeutet. Wir wollen den IT-Standort Karlsruhe stärken und wir haben uns dazu vor einer Weile zusammengesetzt im Strategie-Meeting bei uns im Verein und da verschiedene Missionen definiert. Und eine dieser Missionen heißt VKSI als Motor fürs Karlsruher Software-Ingenieurs-Image. Das heißt, wir wollen hier den Karlsruher Standort voranbringen und nicht zuletzt einfach, weil es auch bei uns in den Vereinsrichtlinien Zielen drinne steht, sondern generell für alle hier in Karlsruhe, für die Unternehmen, die Vielzahl an Unternehmen, die wir haben, für die ganzen Punkte, die Karlsruhe ausmacht und die vielleicht über die Karlsruher Grenzen noch nicht so bekannt sind, aber natürlich auch mit dem Ziel, den Standort Karlsruhe nach außen einfach auch so zu präsentieren, dass es ein attraktiver Standort für viele, nicht nur Karlsruhe, sondern auch für viele überregional dasteht. Und da haben wir so ein bisschen das Ziel von einer Image-Kampagne definiert. Unser Ziel kommt nach Karlsruhe. Dahinter steckt eine Vision, wo wir sagen, Karlsruhe ist für uns oder wollen wir, dass wir auch so wahrgenommen werden als Software-Engineering-Standort Nummer 1 in Deutschland. Für uns zählt Software-Engineering Made in Karlsruhe als ein Qualitätsmerkmal, weswegen wir auch vor einer Weile für uns das Hashtag Software Made in Karlsruhe mit eingeführt haben. Einfach gesagt haben, das ist was, was wir einfach über die Landesgrenzen hinaus und die Regionalgrenzen hinaus einfach auch ein Stück weit unterstützen wollen, dass das auch in ganz Deutschland ankommt.
In dem Zusammenhang haben wir uns gefragt, wie können wir das am sinnvollsten machen? Wie können wir da unseren Beitrag dazu leisten und Leute außerhalb Karlsruhes noch mehr dazu begeistern, nach Karlsruhe zu kommen? Jetzt könnten wir, sind verschiedene Ideen durchgespielt, klassische Ideen, einfach nur schlicht und einfach, wie es viele andere machen, auch ihren Standort zu bewerben. Fanden wir dann am Ende nicht zielführend. Wir haben uns ein bisschen Unterstützung auch mit reingeholt von Karlsruher Agenturen, gesagt, lass uns mal drüber nachdenken, was wir hier Tolles machen können, wie wir Leute tatsächlich begeistern können. Und raus kam eine Idee, die ich Ihnen jetzt präsentieren möchte. Wir haben das Ganze ein bisschen umgedreht. Wir haben einfach gesagt, wir challengen die Leute. Warum sollen wir uns bewerben? Lassen wir doch einfach die Leute sich für Karlsruhe bewerben und stellen hier provokant einfach mal die Frage, bist du digital genug für Karlsruhe? Reicht es für dich überhaupt nach Karlsruhe zu kommen und hier auf dem Niveau, auf dem Standard, den wir hier auch haben, mitzuhalten, um einfach auch so ein bisschen den persönlichen Antrieb, die Herausforderung mit auszugeben, den letztendlich ja auch wir tagtäglich im Bereich Software Engineering letztendlich uns Tag gegenübergestellt sehen, um aus dem, was wir vorfinden, das Beste herauszuholen, die besten Lösungen zu finden und da einfach diese Challenge mit weiterzugeben. Eine Grundidee von dieser Kampagne, von dieser Challenge ist letztendlich Aufgaben zur Verfügung zu stellen, die Leute herauszufordern, zu challengen, dort das Ganze letztendlich über eine zentrale Landingpage zur Verfügung zu stellen, das Ganze in Social Media zu bewerben, Guerilla-Marketing mit anzuwenden, also verschiedene Aktionen zu fahren, aber grundsätzlich erstmal die Grundintention, wir stellen die Möglichkeit, sich selbst zu challengen. Und jeder, der möchte und der die Herausforderung annehmen möchte, kann daran einfach teilnehmen. Und das mal komplett unverbindlich. Da gibt es erstmal, soll letztendlich niemanden irgendwie suggerieren, wir sind hier dabei, irgendwie Adressen abzuwerben, Kontakte abzuwerben, Leute aggressiv anzugehen. Nee, wir wollen einfach die Leute herausfordern und wir wollen, dass die Leute da motiviert sind, dass die Leute Spaß dabei haben und einfach mitmachen bei der ganzen Geschichte. Mit der Idee natürlich auch, ein Stück weit den Leuten es auch zu ermöglichen, mit Karlsruhe eine gewisse Verbindung aufzubauen. Also sich mit Karlsruhe vielleicht mehr und mehr zu identifizieren, ein bisschen was über Karlsruhe zu erfahren. Einfach schon mal rangeführt zu werden an die Region, an die Möglichkeiten, an das Ökosystem, an das Umfeld, das wir hier haben und das für uns alle sehr, sehr attraktiv ist. Auch mit dem Ziel natürlich auch dem einen oder anderen am Ende von so einem Zyklus, wie auch immer wir den definieren, die Möglichkeit zu geben, tatsächlich auch mal hier nach Karlsruhe zu kommen und die vielleicht virtuell geknüpften Kontakte oder auch die Interessenspunkte, die sich vielleicht dadurch auch ergeben haben, hier auch erleben zu können in Karlsruhe. Also die Kernidee hatte ich, glaube ich, gerade schon bin ich genug drauf eingegangen. Letztendlich wollen wir die Leute dazu motivieren, eine Verbindung mit Karlsruhe aufzubauen und vielleicht auch ein Interesse zu haben, hier nach Karlsruhe zu kommen und sich Karlsruhe einfach mal anzuschauen. Jetzt haben wir in dem Zusammenhang natürlich eine relativ große Herausforderung. Das ist eine schöne Idee. Und prinzipiell, wie bringen wir die auf die Straße? Also wir sind ein Verein, der über gewisse Manpower verfügt, über gewisse Mittel verfügt, aber die sind natürlich doch auch im Vergleich jetzt zu Unternehmen sehr, sehr stark begrenzt. Und deswegen haben wir uns mal auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht, wie können wir uns da sinnvollerweise unterstützen und wie können wir das vielleicht auch mit tatkräftiger Karlsruher Unterstützung hinbekommen. Das heißt, wir haben Anfang des Jahres hatten wir die Idee an der Hochschule Karlsruhe mal gepitcht. Dort gibt es regelmäßig Pitches für das Anwenderprojekt der Studenten, wo wir letztendlich einfach reingegangen sind und gesagt haben, hey, momentan, wir haben ein paar gute Ideen, wir haben ein gutes Konzept, wir brauchen noch Unterstützung von Leuten, die jetzt einfach Lust haben, an dieser Idee mitzuwirken, mitzugestalten, die grüne Wiese noch zu nutzen, um etwas bereitzustellen, etwas voranzutreiben, woran wir glauben und wo wir denken, das ist im Endeffekt für viele sehr interessant und wo vielleicht viele aus Karlsruhe auch einfach Lust haben, mitzuwirken. Herausgekommen ist im Endeffekt, in einem Anwenderprojekt,
neben vielen Ideen, die zusätzlich einfach noch mit dazu kamen, wo wir einfach wieder gesehen haben, wenn wir eine gute Idee mit verschiedenen Leuten teilen, durchdiskutieren, die ebenfalls sehr gute Ideen haben, reifen diese Ideen noch weiter und es kommen noch viel bessere Ideen entstehen letztendlich. Aber es ist auch ein erster Prototyp entstanden zu dem ganzen Thema. Im Endeffekt eine erste Landingpage, wo man im Endeffekt schon mal draufgehen kann und schon mal den ersten Case einfach mal selber durchgehen kann. Also wir haben einen Prototyp, der so eine Art, würde man sagen, Intro-Wizard enthält, wo man sich so nach und nach so ein bisschen rantasten kann, wie funktioniert das Ganze, wie sehen diese Challenges aus, worum geht es bei der ganzen Geschichte überhaupt. Die Studenten haben da eine schöne Storyline mit hinterlegt. Im Endeffekt, jemand, der gerade nach Karlsruhe reinkommt, findet hier eine Situation vor, dass sich hier in Karlsruhe ein Hacker rumtreibt und verschiedene Sachen einfach in Mitleidenschaft gezogen hat. Und jetzt genau wir als der Teilnehmer an dieser Challenge die Person sind, die den Auftrag erhält, hier zu unterstützen und Karlsruhe hackerfrei zu machen oder problemfrei zu machen. Und da gibt es am Anfang eben einfach verschiedene Challenges, wo man sich so nach und nach an das Thema rantasten kann, mit der jeweiligen Storyline im Sinne von Aufgabenstellung an einer Station, die man letztendlich lösen kann, mit gewissen Möglichkeiten, dass man eben in kein Dead-End kommt, auch eine gewisse Hilfestellung zu bekommen. Ausgeprägt ist diese Intro-Challenge jetzt erstmal so im Bereich Frontend, aber durchaus denkbar, aus unserer Sicht, dass in verschiedene Zielgruppenprofile noch entsprechend zu erweitern, im Bereich Backend, vielleicht im Bereich Machine Learning, im Bereich User Experience etc. Noch weitere Intros mit zu bereitzustellen und auszubauen. Die Idee ist, wenn man so ein Stück weit rangeführt ist und schon mal ja, Lunte gerochen hat, dass man hier verschiedene Dinge machen kann, erleben kann, Probleme lösen kann, vielleicht auch Probleme meistern und Erfolge feiern kann, dass wir im Folgenden letztendlich so ein Stück weit näher rangeführt werden an das Thema Karlsruhe an sich. Also in der Story sind wir schon, aber jetzt dann letztendlich in einer interaktiven Karte von Karlsruhe landen. Das hier ist jetzt einfach nur ein Wireframe, also aus dem Konzeptionellen. Der Teil steht tatsächlich noch nicht, aber das ist so die Idee, wo wir jetzt gerade weiter voranschreiten wollen. Also Möglichkeiten, sich frei auf der Karlsruher Fläche, Landkarte zu bewegen, dort explorativ verschiedene Bereiche kennenlernen zu können, verschiedene Challenges an verschiedenen Orten frei wählbar zu haben, die teilweise auch immer wieder neu aufpoppen, wenn es neue Challenges gibt. Und darüber ein Stück weit, wir sehen es auf der linken Seite, so ein bisschen herangeführt zu werden. Was gibt es denn in Karlsruhe? Aus was besteht Karlsruhe? Welche Firmen sind da ansässig? Welche Institutionen sind da ansässig? Was kann ich da alles so machen? Und parallel eben zu diesem Informationsgehalt auch immer weiter voranschreiten zu können und letztendlich Challenges zu absolvieren. Hier sind auch noch mehr interaktive Teile mit angedacht. Sie sehen jetzt hier verschiedene Tweets, die hier auf der Karte erscheinen. Also Idee ist auch hier, auch die Karlsruher Community direkt und aktiv mit einzubinden, die an der Stelle auch das ein oder andere an Informationen einfach absetzen können. Dadurch vielleicht auch ein Retweet entsteht und die Leute so in die Diskussion kommen, um dadurch so ein bisschen auch schon erste Berührung vielleicht auch zu Personen in Karlsruhe zu erhalten und zu bekommen. Hinter den ganzen Challenges steckt natürlich auch die Idee eines letztendlich Punktesystem, eines Erfolgssystems, wo man verschiedene Badges, verschiedene Punkte sammeln kann, um sich voranzubringen, um an der Stelle vielleicht auch weitere herausfordernde Challenges überhaupt freizuschalten. Verschiedene Ideen auch in Richtung einer Art Arena-System, wo man zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht auch direkt online gegeneinander antreten kann in verschiedenen Challenges. Sogar auch in Richtung weitergehend in Richtung Team. Ich meine, heute ist die
Entwicklung von Software ja selten noch eine reine individuelle Kunst, sondern wir arbeiten immer mehr, immer verstärkter in Teams, die sich gegenseitig unterstützen, Ideen weiterspinnen, sich gegenseitig weiterhelfen, wenn man mal irgendwo sich an einem Problem die Zähne ausbeißt. Also auch hier eine Unterstützung, mit, wie ich mit anderen in Kontakt kommen kann und gegebenenfalls mit anderen einfach zusammen Team-Challenges auch absolvieren kann, um auf die Art und Weise natürlich auch weitere Punkte zu sammeln, vielleicht verknüpfbar oder von der Idee her auch verknüpfbar mit einer Art Fächerstadtpunkten, die ich irgendwo dann auch einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich tatsächlich am Ende von so einem Zyklus auch nach Karlsruhe komme, mir vielleicht für den einen oder anderen Punkt in irgendeinem Café einen Gutschein zu bekommen für oder einzukaufen für einen freien Kaffee hier oder für irgendwelche Aktionen, an denen ich teilnehmen möchte, die vielleicht verschiedene Partner von uns auch anbieten, um hier die Möglichkeit zu bekommen, in Karlsruhe noch näher reinzukommen und Leute kennenzulernen und auch persönliche Erfahrungen zu sammeln, wie es sich hier so in Karlsruhe lebt und begibt. Genau, das ist so der wesentliche Stand, den wir jetzt von den Konzeptideen haben. Es gibt noch einen weiteren Teil, wo ich jetzt keine Folie mit dabei habe. Da geht es auch noch ein Stück weit darum, nicht nur die Personen und die Orte, die wir haben, was ja noch relativ statisch ist. Der dynamische Teil ist Integration über Tweets, aber hier noch viel dynamischer reinzugehen und parallel in der Ansicht auch noch Informationen bereitzustellen, was es denn gerade für Aktionen in Karlsruhe gibt. Also wenn es jetzt irgendeine Veranstaltung so wie heute Abend gibt, Sneak Preview meets Roundtable vom Cyberforum, solche News über und um Karlsruhe herum auch gleich mit zur Verfügung zu stellen, sodass man sich einfach mal so ein bisschen schon reinversetzen, leben kann in das ganze Thema Karlsruhe und Umgebung und Möglichkeiten, die es hier gibt. Aktuell sind wir noch in dem prototypischen Stadium. Das heißt, wir haben jetzt die erste Intro zur Verfügung. Wir sind gerade dabei, jetzt an dem essentiellen interaktiven Part ranzugehen, also die Plattform bereitzustellen. Da gehört mit Sicherheit auch noch dazu, entsprechende Schnittstellen bereitzustellen, um möglichen Partnern hier in Karlsruhe relativ einfach und simpel zu ermöglichen, sich hier mit einzuklinken, eigene Challenges zur Verfügung zu stellen und anzubieten, um dann letztendlich einen Stand zu haben, wo wir sagen können, okay, damit können wir auch rausgehen, damit können wir auch tatsächlich überregional auch einfach mal in die Werbung gehen und das ganze Thema promoten. Und das kann unter anderem damit aussehen, dass wir wie hier zum Beispiel auch an der einen oder anderen Stadt mal gezieltes Guerilla-Marketing anwenden und einfach mal das Thema bewerben. Das kann sein über Partner, die auch in Deutschland unterwegs sind und hier mitmachen und dieses Thema mitpromoten wollen, aber auch über verschiedene Kanäle, soziale Medien, Kanäle, wo letztendlich sich die Leute, die wir ansprechen wollen, auch rumtreiben und die wir damit auch erreichen wollen. So, ich vermute mal, ich war jetzt fast ein Ticken schneller als erwartet oder als eingeplant von der Zeit her, aber ich wollte auch genug Raum und Luft für Fragen übrig lassen und bedanke mich jetzt schon mal für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Ihnen damit auch so ein bisschen eine Idee, eine Zukunftsvision mitgeben konnten. Gibt es Fragen? Für die Fragen können Sie entweder die Hand heben oder ganz kurz im Chat schreiben, dann würden wir das auch soweit auch alle sehen und weiter kommunizieren. Also aktuell gibt es im Chat keine Fragen und keine Hand. Ich hätte tatsächlich eine Frage und zwar, Sie haben nichts zu der 42, zu der Bedeutung der Zahl 42 gesagt, die überall auftaucht. Ist es das, was ich vermute oder Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder was kann ich mir dahinter vorstellen? Im Endeffekt das, ja. Also das kam ein Stück weit von der Marketingagentur, die letztendlich bei uns den Pitch gewonnen hat. Letztendlich ist es so für uns ein Stück weit ja auch eine magische Zahl, die wir in der IT-Szene irgendwo haben, die Antwort auf alles. Und
wir wollten dem Ganzen auch irgendwo eine Art Symbol geben, weil allein nur die Frage zu stellen, das geht vielleicht auch einen Tick unter. Mit 42 kann fast jeder was in der IT-Branche anfangen. Und letztendlich verwenden wir das ja auch oder wollen wir das ja auch in unterschiedlichen Kanälen unterschiedlich verwenden. Und da ist natürlich ein Hashtag 42, wenn man jetzt mal zum Beispiel an Twitter denkt, natürlich etwas, mit dem man gut und sehr einfach und im hohen Wiedererkennungseffekt reingehen kann. Matthias, ich würde auch noch was ergänzen. Genau Gerne. Die Frage, die Sie sich gerade gestellt haben, Professor Kinkel, genau deswegen haben wir Hash 42 auch gewählt. Weil jeder Informatiker, jeder, der in der IT unterwegs ist, der fragt sich direkt, was bedeutet denn Hash 42 und schaut genau auf diese Werbung drauf. Also das, was auf einem von den Folien vorhin stand. Wir wollen Interesse wecken, wir wollen Neugier wecken, wir wollen den Stimulus ansprechen mit, ich schaue mir, kann mir da was anschauen, es klingt erstmal interessant, ich schaue mir das genauer an, ich habe Möglichkeiten, Probleme zu lösen, Probleme anzugehen, Herausforderungen anzunehmen, so ein bisschen auf spielerische Art und Weise die Leute begeistern. Ja, hallo zusammen, guten Abend und Dankeschön für die Einladung und für die Gelegenheit hier ein bisschen was aus unserer Arbeit zum Thema Cobots und Zusammenarbeit mit Cobots zu präsentieren, welche Potenziale wir hier oder insgesamt hier gesehen werden, aber auch welche Herausforderungen hier es hier noch gibt. Mein Name ist Steffen Kinkel. Ich lehre an der Hochschule Karlsruhe im Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Und ich habe mit dem Kollegen Andreas Schmidt zusammen ein Institut gegründet, in dem wir auch unsere Forschungsaktivitäten vorantreiben. Das nennt sich Institut für Lernen und Innovation in Netzwerken. Und im Prinzip haben wir hier zwei Themenbündel, Themenfamilien, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Das eine ist das ganze Thema der vernetzten Produktion und auch zunehmend der vernetzten Innovation. Also wie können digitale Technologien und das eigentlich Disruptive liegt nicht so sehr in der Digitalisierung als in der Vernetzung, die mit der Digitalisierung gelingt. Wie können die genutzt werden, um avancierte Produktions- und Innovationskonzepte umzusetzen? Stichworte sind hier Industrie 4.0, digitale Wirtschaft, auch das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, wie kann man das zur Entscheidungsunterstützung nutzen, wie sehen hier auch transparente und erklärbare Ansätze aus. Und wir gucken das Ganze auch nicht nur aus einer technischen, sondern aus einer soziotechnischen und auch einer organisatorischen Perspektive an. Also was bedeutet das dann auch für Wertschöpfungsketten, werden die zunehmend lokal oder global und was tut sich da? Und der zweite Themenschwerpunkt rankt sich um das Thema Lernen und Lernvermittlung, also Lernunterstützung und Kompetenzentwicklung. Hier gucken wir an, wie wir die neuen Technologien dazu nutzen können, um das Lernen und ja auch das informelle Lernen, das arbeitsintegrierte Lernen zu verbessern und hier zu attraktiven Möglichkeiten zu führen, die eine attraktivere und ergänzende Möglichkeit zum immer noch dominierenden Präsenzlernen, das wir ja an Schulen, an Hochschulen immer noch hauptsächlich vorfinden, darstellen und die dann auch von Unternehmen und auch von Hochschulen genutzt werden können. Zum Thema heute, ich möchte vorstellen, das Thema Cobot-Nutzung, wie sich das darstellt, welche Dynamik da tatsächlich drin ist, welche Musik wir sehen. Hups, muss ich tatsächlich mal kurz Stromversorgung schaffen und welche Herausforderungen es da auch gibt. Hintergrund ist, das Thema ist eigentlich schon länger eines, das diskutiert wird hinsichtlich der großen Potenziale, die solche kollaborativen Roboter, wir kommen nachher noch zur Definition von Cobots, bergen, insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen mit ihren flexibleren Einsatzpotenzialen. Aber bislang
findet man noch nicht so allzu viele Installationen. Und die Frage ist, an was liegt das? Was sind hier die Herausforderungen? Und an was arbeiten wir da zurzeit, um das vielleicht auch ein bisschen in den Griff zu kriegen und abzumildern? Ich wollte mal einsteigen, um so mal ein bisschen das Big Picture zu zeigen. Das ist die Entwicklung der jährlichen Neuinstallationen von Robotern weltweit. Das sind Daten, die die IFR, die Industrial Federation of Robots, jährlich bereitstellt und in einem Report World Robotics veröffentlicht. Die sind vom World Robotics Report 2019. Und da sieht man, das ist eine Wachstumsgeschichte. Ja, das sind neue Installationen. Und die neue Installationen steigen ja auf aktuell Größenordnung ja 420, 450, 460.000 Roboter neu installiert pro Jahr. Und wenn die Neuinstallationen steigen, dann hat man sowas, wie wir das negativ im Augenblick in der Covid-Krise erleben, an exponentielles Wachstum der installierten Einheiten. Vielleicht mit einer geringen Hochzahl, ja, aber dennoch, die installierten Einheiten sind in den letzten Jahren dynamisch gewachsen. Und man geht auch für die Zukunft noch von einem weiteren Wachstum der neu installierten Roboter in der Welt aus. Wenn man dann mal ein bisschen reinschaut, wo finden denn diese Roboter-Neuanschaffungen und Installationen statt, dann ist diese Grafik hier schon frappierend, wenn man dann sieht, dass, ja, wenn, von vorher nochmal die 450 so ungefähr im Augenmerk der jährlichen Neuinstallationen. Ein Drittel davon findet in China statt, gefolgt von Japan, den Vereinigten Staaten, Korea, Deutschland auch weit vorne mit dabei. Dann wird es schon sehr viel dünner mit Installationszahlen von 10.000 und weniger, aber eine sehr starke und dominierende Rolle von China in diesem Bereich. Und die Botschaft ist, wenn man mal anschaut, wie die Roboterdichte aussieht, also das ist dann die installierte Basis an Robotern auf 10.000 Beschäftigte im Produktionssektor umgerechnet. Also in der produzierenden Industrie, Manufacturing Industry, dann sieht man sehr hohe Roboterdichte in einigen asiatischen Ländern. Führend sind hier Singapur und Südkorea. Dann folgt auch schon Deutschland. Also bei uns ist die Roboternutzung auch stark vorangetrieben worden in den letzten Jahren. Japan dann noch sehr stark. Ja, und dann wird es schon dünner. Und hier hinten sehen wir dann China. Der World Average liegt bei 99, aber das sind natürlich alle auch nicht industrialisierten Länder, die in der Befragung hier mit abgedeckt werden, mit eingerechnet. China liegt seit 2 oder 3 Jahren über dem World Average. Aber wenn man hier die Roboterdichte in China sich anschaut und dann guckt, wie das in anderen Industrienationen aussieht, dann ist da immer noch viel Fantasie für zukünftiges Wachstum. Also insgesamt Roboternutzung, Robotereinführung, ein boomendes, wachsendes Geschäft. Bevor ich zu den Cobots komme, noch 2 Anmerkungen hierzu. Allerdings mit sehr starken Konzentrationstendenzen in einzelnen Industrien. Daher ist beispielsweise auch Deutschland so stark hier. Ja. Weil eine der Industrien, in der hauptsächlich Roboter zum Einsatz kommen, die Automobilindustrie ist und hier einfach Deutschland sehr stark ist. Und das ist kein Zufall, ja, dass alle großen Automobilnationen hier vorne mit dabei sind. Japan, Korea ist auch sehr stark im Automobilbereich. Die USA ist hier sehr stark. Schweden für seine Verhältnisse als Land hat auch eine traditionelle Automobilindustrie. Und der zweite große Bereich ist die Elektronik und Konsumelektronikindustrie beispielsweise, wenn man hier an das Geschäft mit Smartphones denkt, die zunehmend in roboterisierten Assembly Lines stattfinden. Also das sind hier so die Haupteinsatzbereiche.
So, und wenn man jetzt mal guckt, und wie sieht es bei den Collaborative Robots, den Cobots aus, die auf die flexible Zusammenarbeit mit Menschen hin entwickelt und designed sind, dann sieht man hier, dass die roten Bereiche doch eher noch marginal sind im Vergleich zu den Gesamtzahlen. Ja, also von den 2018 installierten insgesamt 423.000 sind, glaube ich, Rundungssachen. Vorher waren es, wenn ich es richtig gesehen habe, 422.000. Ja. Da entfallen ungefähr 14.000 Einheiten auf Cobots. Ja. Also das sind Größenordnung 3%. Also da ist der Markt noch nicht riesig bedeutend im Vergleich zu traditionellen Robotern, gleichwohl auch wachsend, ja, und auf geringem Niveau. Aber wenn man die Prozentzahlen sich anschauen würde, wäre das prozentuale Wachstum sogar stärker wie bei den klassischen Robotern. Also es ist ein Bereich, den es gibt, der messbar ist, der im Wachstum begriffen ist, aber er ist vielleicht noch nicht so groß, wie man sich das anhand der Diskussion zu dem Thema und anhand auch der öffentlichen Präsenz des Themas hätte vermuten können. Trotzdem werden in diesem Bericht und auch anderswo rosarote Bilder gemalt für die weitere Verbreitung von Industrierobotern, aber eben auch diesen Cobots, weil es Umfeldentwicklungen gibt, die diese begünstigen, sogenannte Treiber oder Driver. Und der erste, der hier vielfach genannt wird, ist, dass es bei Produkten zunehmend dahin geht, dass die Kundennachfrage individueller wird, customized, was dazu führt, dass kleinere Serien mit höherer Varianz produziert werden. In der Fertigungssteuerung geht es vielfach schon in Richtung Losgröße 1. Dazu braucht es einen flexiblen Mix von Automatisierungslösungen, die auch für solche kleinen Seriengrößen attraktiv sind. Und da bieten Cobots beispielsweise Möglichkeiten und Potenziale. Zudem sieht man, dass der Trend weggeht von hoch arbeitsteiligen Fabriken mit vielen auch unskilled, low-skilled, gering qualifizierten Mitarbeitern, die nur ganz bestimmte Tätigkeiten machen, weil sich das in einem kleineren Setting mit kleineren Losgrößen und mit flexibleren Anforderungen als nicht flexibel genug erweist. Die Teams werden bunter, gemischter, man muss flexibler die Montage und das Produzieren auch rekonfigurieren können hinsichtlich wechselnder Kundenanforderungen. Auch hier sind flexiblere Lösungen gefragt als starre Automatisierungslösungen. Vielfach wird auch der demografische Faktor angeführt. Die Zeitbombe tickt hier in einigen Industrieländern und die Unterstützung der Facharbeiter, die knapp werden in der Produktion durch flexible Unterstützungsmittel, ist ein wichtiger Faktor hier. Ja, und dann gibt es noch allgemein technologische Entwicklungen und wachsende Marktsegmente in Emerging Markets, die zu Chancen hier beitragen, auch weiterhin industrialisierte Produktion voranzutreiben. Wenn man sich mal anschaut, wo liegen denn die hauptsächlichen Unterschiede zwischen traditionellen und kollaborativen Robotern, dann begrenze ich mich hier mal. Die Folie war ursprünglich mit deutlich mehr dieser Kriterien gefüllt. Ich habe mich mal auf die wesentlichsten begrenzt. Der klassische Industrieroboter ist ortsgebunden und was wir nachher auch sehen werden, oftmals oder fast immer auch gekapselt, eingezäunt, abgetrennt vom Mitarbeiter, da damit auch geschützt in einem Raum, sodass er selbst keinen Schaden nehmen kann, indem er gegen irgendwas kracht, was den Roboter beschädigt, aber insbesondere
schützt der Mensch sich davor, dass er den Raum abzäunt und nicht in den Bereich der schnellen Bewegungen des Roboters kommen kann, die dann durchaus zu Verletzungen führen können. Dadurch, durch diesen starren Aufbau, ist er ortsgebunden, während der kollaborative Roboter flexibel ist, bewegt werden kann, mobil ist, im Einsatzort und in der Einsatzweise flexibel ist. Diese Roboter hier haben üblicherweise, die klassischen Industrieroboter, keine Umgebungswahrnehmung, sondern die Bahnen, die sie abfahren, werden programmiert und dann geguckt, dass da nichts im Weg ist, und dann fahren die mit hoher Geschwindigkeit im optimalen Wege ab. Kollaborative Roboter sind ausgestattet mit Sensorik und Technologien zur Kollisionserkennung und Vermeidung. Mit Sensorik, wenn man die berührt mit einer bestimmten Kraft, dann hören die auf, sich zu bewegen. Das können Lichtschrankenelemente sein, das können andere Formen der Kollisionserkennung sein. Es geht darum, aktiv hier den Roboter mit Technik auszustatten, die eine Kollision mit Menschen und mit anderen Gegenständen vermeidet. Aufgrund seiner Eigenschaften, dass er keine Kollisionsvermeidung hat, wird auch keine Interaktion mit Menschen angestrebt, sondern der arbeitet in einem eigenständigen, abgetrennten Raum. Hier ist die Interaktion mit Menschen gewünscht. Der Mensch führt den Roboter, interagiert mit ihm, hat manuelle Berührungspunkte und Austausch. Wir kommen gleich nochmal zu den Kollaborationsszenarien. Dafür sind auch andere Technologien und Ausgestaltungen des Roboters notwendig. Klassische Industrieroboter sind üblicherweise komplex zu programmieren. Man muss hier tief sich in entsprechender Sprache der Roboter, der Maschinensprache auskennen. Bei kollaborativen Robotern geht der Trend hin zu einfacher Programmierung, beispielsweise auch durch Teaching, Teach-in, durch visuelle Klick- und oberflächenorientierte Möglichkeiten der Roboter, in Anführungszeichen Programmierung dann, ja, das ist eher Konfigurierung. Aber da denke ich, wird Herr Kadic nachher deutlich mehr dazu sagen zu intelligenten Möglichkeiten der Roboterprogrammierung und was es da alles an Der klassische Industrieroboter ist auch verhältnismäßig teuer, wobei die Roboterpreise auch immens gefallen sind. Im Vergleich zu früher, was auch zur hohen Dynamik der Verbreitung beigetragen hat, aber solche kollaborativen Roboter sind noch deutlich günstiger. Und wenn man sie irgendwie mit einem Wort charakterisieren will, ja, oder mit einem Schlagwort, dann wäre das hier so eher das unverwüstliche Lastentier, was gleiche Arbeitsabläufe in hoher Stückzahl mit hoher Zuverlässigkeit stemmt, ja. Und das wäre hier so der kleine, smarte, leichte, flexible Facharbeiter, der flexibel bei den anstehenden Tätigkeiten unterstützt. Was man schon so ein bisschen gesehen hat, man kann dann verschiedene Szenarien der Zusammenarbeit unterscheiden, und die beiden äußersten Ränder waren vorher hier so ein bisschen aufgetragen. Ja, eine ist die Kapselung und die Trennung, ja, des üblicherweise klassischen Industrieroboters vom Arbeiter und vom Arbeitsplatz, um hier Gefährdungspotenziale zu vermeiden und damit auch eine klare Arbeitstrennung herbeizuführen. Auf der anderen Seite der Achse des Kontinuums wäre die Mensch-Roboter-Kollaboration als wirkliche Kollaboration. Also da gibt es einen gemeinsamen Arbeitsraum, der Roboter und der Mensch arbeiten zusammen. Denkbare Anwendungen sind hier so Dritte-Hand-Anwendungen beispielsweise. Der Cobot hält etwas hin und der Mensch nimmt dann dort manuelle Tätigkeiten an dem Werkstück vor, oder der Roboter hält es irgendwie hin, um das Gewicht wegzunehmen, und dann wird es irgendwo eingeführt, was individuell und eine bestimmte Sensibilität des Werkers benötigen kann, etc. Also eine Hilfe. Aber es gibt dazwischen auch verschiedene andere Formen noch. Bei Koexistenz, da wäre jetzt nicht abgekapselt, sondern würde in einem eigenen Bereich laufen, aber der Arbeitsbereich wäre getrennt von dem des Menschen. Bei einer kooperativen Zusammenarbeit, im Unterschied zur Kollaboration,
Da hat man zwar den gleichen Arbeitsraum, man ist aber nicht gleichzeitig dort am gleichen Werkstück zugange und tätig, sondern man übergibt sich das quasi ja in getrennten Arbeitsschritten, während man hier integrierte, interaktive Arbeitsschritte hat. Das ist hier unten noch so ein bisschen aufgedröselt hinsichtlich, wie die Arbeitsschritte dann ablaufen, sequenziell hier bei den getrennten Optionen gleichzeitig in der Kollaboration, wann die Arbeitsräume getrennt und wann sie gemeinsam oder synchronisiert sind, wie die Arbeitsaufgaben ausgestattet sind von einer völligen Selbstständigkeit bis hin zu einer gemeinsamen Aufgabe. Physischer Kontakt ist in den ersten beiden Szenarien gar nicht möglich. Hier ist er möglich, aber nicht notwendig und hier ist er notwendig für die gemeinsamen Arbeitsaufgaben. Das hier sagt was zu den Sicherheitsanforderungen aus. Da gehe ich nachher nochmal, komme ich nachher nochmal drauf zurück. Und die Geschwindigkeiten sind unterschiedliche. Was wir festgestellt haben, nicht nur wir, sondern auch andere, aber in einem Projekt, auf den ich zu sprechen komme, haben wir da auch nochmal aktuelle Untersuchungen dazu angestellt, ist im Augenblick auch bei Cobots dominieren Modelle der Koexistenz und vielleicht noch der Kooperation. Also dieses wirklich kollaborative Zusammenarbeiten, wo man sagen würde, hier liegen vielleicht die größten Potenziale für die Zukunft, findet man in der Realität noch recht selten, sondern es sind eher koexistente Szenarien, die mit Cobots aufgebaut werden. Und Cobot-Anwendungen findet man, obwohl das als Heilsversprechen auch für kleine und mittlere Unternehmen gilt, klein, schnell, flexibel, auch nicht teuer, findet man noch sehr wenige Cobot-Anwendungen in KMU. Die meisten, die man heutzutage kennt, von den, haben wir ja vorher schon gesehen, noch wenigen Cobot-Anwendungen sind die allermeisten auch noch in großen Unternehmen zu bestaunen oder zu beobachten. Also das breite Diffusionspotenzial in mittelständische und kleinere Unternehmen fehlt hier noch. Also ein Blick, was es da an unterschiedlichen Angeboten, technischen Ausgestaltung von kollaborationsfähigen Robotern gibt. Die sind ganz unterschiedlich. Das hier unten ist das, jetzt sieht man meine Maus wieder, das ist das Modell von KUKA beispielsweise, IVA. Den es in verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt. Sehr bekannt sind die verschiedenen Versionen von Universal Robot, ja, UR3, UR5, UR10 mit unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Traglasten. Gibt es auch neuere schon. Es gibt recht günstige Anbieter wie Franka, Emika, auch UA ist vergleichsweise günstig, beispielsweise im Vergleich zu KUKA, was eine teurere Geschichte ist. Es gab auch schon Roboter, die so ein bisschen in Richtung Menschenähnlichkeit designt sind. Also viele sind hier, haben hier so die Gestalt eines quasi eines Armes, ja. Oft auch eines einzelnen Armes, ja. Dann gibt es manche mit zwei Armen und es gibt manche, die so menschenähnliche Features haben, ja, wie ein Display, das so ein Gesicht darstellt, ja, hier beim Sawyer und beim Baxter. Die werden in der Zwischenzeit nur noch teilweise und manchmal auch schon gar nicht mehr angeboten. Das war so ein bisschen in Richtung Mensch-Computer-Interaktion hier eine menschliche Komponente reinzubringen. Hat sich noch nicht durchgesetzt, muss man mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Im Folgenden will ich jetzt auf die zentralen Herausforderungen eingehen. Also, was macht denn den Einsatz von Cobots in Unternehmen und hier insbesondere auch in kleinen und mittleren Unternehmen denn so schwierig? Und was müsste man denn machen, um hier die Potenziale, die diese Technologie tatsächlich bietet, besser zu nutzen, besser zu entschlüsseln und zu einer breiteren Diffusion beizutragen? Und da will ich insbesondere auf vier Aspekte eingehen. Das ist das Thema Wirtschaftlichkeit, das Thema der Risikoanalyse, das Thema der Akzeptanz und das Thema der Qualifizierung für die Zusammenarbeit und den Einsatz dieser Cobots. Einige der Erkenntnisse stammen aus einem laufenden Verbundprojekt, das nennt sich ProBot. Hier versuchen wir tatsächlich, kollaborative Roboter in vier Anwenderunternehmen, und das sind alles tatsächlich
ich kleine und mittlere Unternehmen im wahrsten Sinne in die Anwendung zu bringen. Wir haben dort Potenzialanalysen gemacht, Szenarien analysiert, wo Roboter oder Cobot-Einsatz sinnvoll sein könnte, sind dabei, das gerade auszugestalten und analytisch zu beleuchten. Wir werden unterstützt hier, also als Wissenschaftspartner ist das KIT, dort der Lehrstuhl von Frau Professor Demel, das IFAB, mit dabei, Institut für, schlecht vorbereitet, sollte wissen, was IFA bedeutet, Institut für Arbeitswissenschaften und Betriebsorganisation. Wir, das ILIN an der Hochschule Karlsruhe, wir haben Transferpartner dabei, wir haben diese Anwendungspartner und wir haben auch Befähiger dabei, die die Anwendungspartner unterstützen beim Aufbau der technischen Lösungen. Und da finden Sie auch Artemis wieder. Also Herr Katic kennt das Projekt auch, der ja nachher noch berichten wird. Wir versuchen dann neue Wege und neue Lösungen für die Unternehmen herbeizuführen. Und das Ziel ist insgesamt, einen Methodenkoffer zu entwickeln, der kleine und mittlere Unternehmen bei der Planung und Einführung von Cobots unterstützen kann und hier Planungs- und Entscheidungshilfen zur Seite stellt. Und da sind eben diese Themen wie Wirtschaftlichkeit, Qualifikation, Risikoanalyse und Akzeptanz sind hier welche, die sehr wichtig sind und wo wir hier begegnen müssen. Und das hier nur mal als so ein bisschen ein Anreger, über was wir hier für Einsatzpotenziale reden. Also bei der Firma Leutron geht es darum, dieses Einstecken des Codierstifts in eine elektromechanische Einheit teilzuautomatisieren und hier Cobots oder Cobot-automatisierte Lösungen zu nutzen. Bei der Firma Maus, einem kleinen Formenbauer, geht es darum, Formen auszuschleifen und hier diesen anstrengenden und durchaus auch belastenden Prozess hinsichtlich auch der Abriebe, die da entstehen und die dann mit Schutzmasken und Schutzanzügen abgehalten werden müssen, zu unterstützen. Bei der Firma Rauch soll der Prozess des Vorpulverns unterstützt werden, auch ein Prozess, der jetzt nicht der gesündeste und der beliebteste ist. Bei der Firma Schnorr sollen beispielsweise Federn auf Säulen gestapelt werden mithilfe des Cobots und hier zu einer weiteren Prozessautomatisierung und Produktivitätssteigerung beigetragen werden. Aber kommen wir zu den, ich hatte es ja vorher gesagt, zu den zentralen Herausforderungen, Wirtschaftlichkeit, Risikoanalyse, Akzeptanz und Qualifizierung. Und die gehe ich jetzt kurz noch in der Reihenfolge nacheinander durch. Da ist zum einen das Thema Wirtschaftlichkeit. Hier ist schlichtweg zu bemerken, die traditionelle Kalkulation funktioniert hier nicht. Traditionelle Kalkulation bei Robotern ist, ich setze einen Roboter ein und spare 3 Arbeitskräfte oder 2 oder 5 oder wie viele auch immer, kann ich schön gegenrechnen. So und so viel kostet der Roboter, so und so viel spare ich durch die ersetzten Arbeitskräfte. Ja, aber wenn der Cobot nicht dazu dient, Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern zu neuen Tätigkeitszuschnitten und zu neuen Möglichkeiten beizutragen, dann muss die Wirtschaftlichkeitsrechnung ganz anders aussehen. Und das ist nicht trivial. Und die Unternehmen, auch die wir hier im Konsortium dabei haben, aber auch andere, tun sich dann schlichtweg schwer, beispielsweise Investitionen in Cobots gegenüber der Geschäftsführung vorzurechnen, weil die Kalkulationsmechanismen da dafür nicht ausgestaltet sind. Da muss man dann Dinge wie Entlastung von Mitarbeitern von monotonen, repetitiven, anstrengenden Tätigkeiten bewerten können. Da muss man dann Prozesssicherheit und gleichbleibende Qualität bewerten können. Geringere Durchlaufzeiten und kürzere Lieferzeiten als Wettbewerbsvorteil und das ganze Thema wirtschaftliche Fertigung bei kleinen Losgrößen mit höherer Produktivität. Und da braucht es andere Kalkulationsmechanismen als bislang, um das adäquat mit einzubeziehen. Wir haben dort noch keine fertigen Lösungen, aber das Ganze geht in Richtung auch qualitative Faktoren mit einzubeziehen, in eine Richtung Nutzwertanalyse zu denken und nicht nur in Richtung eine Kostenanalyse, aber trotzdem natürlich auch harte Cost-Facts bereitzustellen, die man in so eine Kostenkalkulation mit einbeziehen könnte.
Das Thema Sicherheit ist eine große Herausforderung, eine wirklich große Herausforderung. Ich habe hier nur mal eine Folie dazu mitgebracht, da könnte man alleine Stunden drüber reden. Es ist eine absolute Pflicht, also it's not nice to have, it's the law. Man muss, bevor man solche Cobots installiert, vorher die Sicherheitsabnahme bekommen, durch den TÜV oder durch die Berufsgenossenschaft oder wer auch immer, das dann die Zertifizierung abnimmt. Und da muss vieles an verschiedenen Szenarien und Möglichkeiten vorgedacht und abgesichert werden, damit es eben da die Cobots ungeschützt im gleichen Arbeitsraum arbeiten wie die Werker, damit es dort zu keinen Verletzungen kommen kann. Und da gibt es vieles mit zu bedenken. Ja. Es gibt unterschiedliche Kontaktarten, Stöße und Klemmungen. Ja. Und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie die dann die Schwere der Kollision beeinflussen können. Ja. Ob ich von einem runden Körper oder von einem spitzen, scharfen getroffen werde, macht einen himmelweiten Unterschied, genauso wo ich denn möglicherweise getroffen werde und mit welcher Geschwindigkeit und wie groß die Masse ist. Und bei Cobots ist es immer so, dass die gesamte Applikation, das gesamte Arbeitssystem identifiziert, bewertet und zum Schluss freigegeben werden muss. Und das ist eine große Herausforderung. Wir sind in dem Projekt dabei, ein umfangreiches System zum Sicherheitscheck und zum Zertifizierung der Sicherheitsanforderungen zu erarbeiten. Aber da kommt man sehr, sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und das ist eine Anforderung, die Unternehmen manchmal anfangs deutlich unterschätzen. Und hier wollen wir Hilfe bereitstellen. Das Thema Akzeptanz, auch ein wichtiges. Wir haben in den Interviews mit den Führungskräften und in den Workshops mit den Fertigungsmitarbeitern im Rahmen des Projekts ProBot festgestellt, dass hier und auch unterschiedliche Bilder und Vorstellungen existieren bei Führungskräften, bei den Mitarbeitern. Also breiter Konsens ist, es muss kommuniziert werden, rechtzeitig, transparent, umfassend. Was sind die Ziele, die man mit einem ProBot, mit einem Cobot-Einsatz verfolgt? Was ist der Nutzen? Was sind die Szenarien, die man sich hier vorstellt? Und welche Vorstellung hat man auch von der Zusammenarbeit? Dann ist es für die Mitarbeiter sehr wichtig, auch was Anfassbares zu kriegen, damit die sich das vorstellen können, was kommt auf die zu. Also Besichtigungen bis hin zu Vorführungen realer Anwendungen von Cobots, dass man die mal sehen auf Videos oder am besten erfühlen, ertasten, ausprobieren kann. Ja? Möglichkeit zum Experimentieren mit den Cobots, ob in Laborumgebungen oder noch besser in der realen Produktionsumgebung vor Ort, um früh Berührungspunkte zu schaffen, Demonstratoren zu schaffen und damit die Mitarbeiter die Möglichkeiten haben, positive Erfahrungen zu sammeln. Und was uns auch aufgegangen dann ist, und das war eine der überraschenderen Erkenntnisse, es geht auch viel darum, wie ich das Ganze sprachlich vorbereite und kommuniziere. Wenn ich den Cobot als Roboter, als Maschine, als Konkurrenz darstelle, der prinzipiell eine Gefahr für den eigenen Arbeitsplatz bedeutet, dann ist natürlich die Akzeptanz von Seiten der Mitarbeiter eine begrenzte. Ja? Und dann gehen sofort die Warnlampen an in Richtung Arbeitsplatzverlust, Ersatz etc. Wenn ich den Zusammenarbeitscharakter betone und die Möglichkeiten dann auch von unliebsamen, schwierigen, ekligen, anstrengenden Tätigkeiten, monotonen Tätigkeiten entlastet zu werden, dann schafft man natürlich einen ganz anderen Möglichkeitsraum und einen Wahrnehmungsraum für die Mitarbeiter. Und hier ist auch die Sensibilität bei der Sprache sehr, sehr entscheidend. Also da kann man mit ein paar Worten, kann man sich da wirklich Hürden aufbauen, sodass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sehr schnell dann eingeschränkt ist und man wieder lange überzeugen muss, bis man das wieder einrollt. Dann noch letzte Folie zum Thema Qualifikationsanforderungen.
Woran man immer denkt, ist das Thema digitale Fähigkeiten und Prozess-Know-how. Die sind auch wichtig, aber nicht nur. Ja. Es geht auch stark um Förderung von Soft Skills und von Umgang mit unstrukturierten Aufgaben. Cobots sind nur ein Transmitter, um flexiblere Arbeitsgestaltung und Aufgabensteuerung in der Produktion zu ermöglichen. Diese mehr und mehr unstrukturierten Aufgaben, wo man dann auch für die Steuerung und das Management von Produktionsabläufen zuständig ist, wo man Ausnahmen lösen muss, Engpässe lösen muss, mit sich ändernden Kundenanforderungen umgehen, in dieses ganze Umfeld bietet sich das ein. Und das stellt auch an Facharbeiter, aber insbesondere an ungelernte Kräfte große Anforderungen. Soft Skills werden wichtiger dadurch im Bereich Problemlösung, im Bereich selbstständige Entscheidungsfindung unter Druck, ja, und auch in der Kommunikation mit Leuten mit anderen disziplinären Hintergründen. Das sagt sich alles einfach, ist für einen Werker in einem Betrieb auch mit Facharbeiter-Hintergrund und schon gleich, wenn er den nicht hat, aber ein dickes Brett. Stärkere Betonung von analytischen Fähigkeiten, um auch das ganze Thema digitale Integration hinzukriegen und dann natürlich die digitalen Fähigkeiten bei der Steuerung von Robotern und bei der Steuerung und dem Management von automatisierten Prozessen. Nicht jeder muss programmieren können, aber man sollte Andockwissen haben, wann Programmierkenntnisse notwendig sind. Und man braucht natürlich im Team oder in der Mannschaft jemand, der das Thema flexible Programmierung dann hinkriegt. Wie gesagt, da wahrscheinlich nachher von Herrn Kadic noch mehr dazu. Und Prozess-Know-how, vielleicht immer noch das Wichtigste. Das Interessante ist, dass die Einschätzung ist, dass das Prozess-Know-how in Fertigung und Logistik noch immer wichtiger ist als die IT-Fähigkeiten. Und auch die Einschätzung ist, es ist einfacher für jemanden, der dieses Know-how schon mitbringt, IT-Fähigkeiten obendrauf zu lernen, als umgekehrt. Ja? Also zusätzlich IT-Fähigkeiten zu erwerben, wird als einfacher eingeschätzt, als tiefes Prozessverständnis und Know-how zu erwerben. Ja? Und daher das zeigen auch Studien beispielsweise des VDMA, dass es Herstellern leichter fällt, Produktionsfachkräfte in der notwendigen IT auszubilden, als umgekehrt. Was sehr stark hilft ist, das haben wir in der Studie herausgefunden, ist, dass man Ingenieure und Informatiker in konkreten Projekten zusammenarbeiten lässt, um dann auch die Denkweisen der verschiedenen Welten zu verstehen und gemeinsam zu integrierten Lösungen zu kommen. Aber auch das bedeutet natürlich, dass man interdisziplinären Kommunikation sich bewegen und wohlfühlen kann. So viel im Schnelldurchlauf zum Thema Cobots, kollaborative Roboter, Potenziale des zukünftigen Einsatzes, aber auch Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gibt, damit diese Technologie vielleicht wirklich mal die Zukunftstechnologie und das Heilsversprechen einlösen kann, was man von ihr eigentlich schon länger erwartet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich natürlich gerne bereit. Dankeschön. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag, Professor Dr. Kinkel. Also ein digitaler Applaus. Weil es können ja, danke. Nicht so viele jetzt direkt applaudieren, weil alle sind gemutet. Wir haben auch schon die ersten Fragen. Die erste ist, werden Cobots klassisch programmiert oder kommen KI-Methoden zum Einsatz? Gute Frage. Also noch werden Cobots eher klassisch programmiert, aber ich glaube, da kann ich tatsächlich auch dann an Herrn Kadic verweisen, der da dazu was sagen wird. Aber es kommen neuere Methoden zum Einsatz. Also zum einen einfachere Teach-In-Verfahren, wo man Bewegungen dann auch einteachen kann an mit Vormachen oder Gestensteuerung, dann visuellere und Klick- oder Windows-basierte Unterstützungen, wo man auf Basis von vorgefertigten Manuskripten dann leichter Programmiersequenzen zusammenbauen kann. Aber es kommt tatsächlich auch zunehmend KI-Methoden zum Einsatz. Aber
Ich würde nicht sagen, das ist absolute Infancy hier, aber das ist noch in der Entwicklung. Das geht hin bis zu Möglichkeiten von Cloud Robotics, ja, dass man bestehende Programmsequenzen in der Cloud auch speichert, darauf zurückgreifen kann und Bibliotheken bildet für schon gelöste Programmierungen für bestimmte Aufgaben, die dann auch mit KI gefunden werden, adaptiert, angepasst und in den bestehenden Programmcode eingearbeitet werden können. Also da gibt es viel Bewegung und Dynamik in dem Feld. Der Status quo ist eher noch der klassische. Ich vermute, die Frage ist damit wohl erledigt. Es sei denn, Herr Weyer, Sie können sich kurz melden, dann sehe ich das auch. Ich hätte direkt gleich nochmal eine weitere Frage. Folie 3 habe ich für das ich gefragt bei Ihnen. Warum ist die Verbreitung denn so wenig, dass die Cobots tatsächlich so, also das einfach überhaupt nicht irgendwie, also wenn man das jetzt so betrachtet, ist es ja eigentlich im Vergleich zu den blauen traditionellen ja wirklich ein minimaler Teil. Das haben Sie ja vor den neuen soweit gesagt. Da habe ich mich an meine Promotion am KIT mich erinnert. Ich habe bei Walter Tichy im Software Engineering Bereich promoviert, bin formal nicht durch, aber die Forschung ist soweit abgeschlossen. Wenn ich einen Algorithmus mit meiner natürlichsprachigen Schnittstelle jetzt mal bauen würde und diese würde jetzt eine Berechnung durchführen, solange der Mensch mir nicht im Weg steht, ist diese Berechnung gut, schnell und deterministisch. Ich habe ein gutes Ergebnis. Sobald ich aber diesen Algorithmus dann anfange, mit dem Menschen zu kommunizieren und da sind wir bei dieser Kollaborationsgeschichte, da kommen die Fehler rein. Und da habe ich mich gefragt, okay, was ist das Problem jetzt eigentlich? Eigentlich der Cobot selber, liegt das Problem dazwischen oder ist das eigentlich der Mensch, der jetzt gerade irgendwie sich so verhält, wie so ein Roboter nicht erwarten würde? Was denken Sie? Ich denke, dass man da im System denken muss. Also man redet dann dort von Mensch-Roboter-Arbeitssystemen oder Mensch-Cobot-Arbeitssystemen. Und das ist genau die Herausforderung. Es geht nicht darum zu sagen, der Mensch macht Fehler oder der Cobot macht Fehler, sondern man muss in dem Design des Systems daran denken, welche möglichen Interaktionen hier eintreten können und dann eben mit der entsprechenden Sicherheitstechnologie im vermeiden, dass es zu unerwünschten Interaktionen hier kommen kann oder gar zu Verletzungen etc. Ist leichter gesagt als getan. Also Systemdenken ist dann immer komplex, weil es gibt nicht eine abhängige und eine unabhängige Stelle hier, sondern beide sind Akteure in diesem System. Aber es lohnt sich hier in dem Arbeitssystem zu denken. Und in dem Projekt ProBot setzen wir im Prinzip auch die Planung für das Zusammenarbeitssystem von Mensch-Robotern, von Mensch und Cobot an. Und es kann gute Gründe geben, eben nicht in so ein kollaboratives Szenario zu gehen, sondern in ein kooperatives, wo man sich dann abwechselt, wenn man hier dann höhere Taktzeiten, höhere Geschwindigkeiten und weniger vorsichtige Einstellung des Roboters fahren kann dann die Produktivität und vielleicht auch die Stabilität des Gesamtsystems dadurch überlegen ist. Also man muss nicht unbedingt in kollaborative Szenarien gehen, wenngleich die in vielen Fällen tatsächlich Potenzial versprechen. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage von Herrn Dr. Klaus Krogmann. Der war ja vorhin schon in der Vorstellung von der. Was unterscheidet die Softwareentwicklung zwischen Cobots und normalen Robotern? Stichwort Sicherheit. Kann man der Software für Cobot-Szenarien überhaupt trauen? Ja, hoffentlich. Gut, dass er die Frage nicht selbst gestellt hat. Also bei den Stichwort Sicherheit bei Cobots und bei diesen aktiven, wo war denn die Folie darauf hingewiesen werden, bei diesen Systemen zur Kollisionserkennung und Vermeidung. Das sind nicht nur
IT-Systeme oder Software-Systeme, sondern das sind mechatronische Systeme, also tatsächlich auch dann mit Kraftdetektoren und solchen Dingen. Und was vielfach dennoch gemacht wird, ist, dass mit sehr vorsichtigen Einstellungen beispielsweise hinsichtlich Geschwindigkeit gearbeitet wird. Ja? Also die Geschwindigkeit eines solchen Cobots, der tatsächlich in einem Arbeitsraum mit Menschen zusammenarbeitet, ist deutlich, deutlich abgebremst im Vergleich zu dem, was er tatsächlich an Geschwindigkeit stemmen könnte, rein aus Vorsichtsprinzip. Ja? Und ich denke, wenn dort die Technologie weiter ist und zuverlässiger hinsichtlich Erkennung, wann geht der Mensch in den Raum rein und vielleicht auch flexibler, dann kann man vielleicht auch wieder mit höheren Geschwindigkeiten fahren. Also im Augenblick wird hier sehr vorsichtig agiert, weil eben die Sicherheitsvorschriften hier, die dann von Seiten TÜV etc. zertifiziert werden, Berufsgenossenschaften etc. eher restriktiv sind als offen. Und auch okay. Dadurch entsteht natürlich Sicherheit, ja, aber ob man den programmierten Sicherheitskonzepten hier hundertprozentig trauen kann, ich denke schon, ja, aber es wird noch zusätzliche Sicherheit eingebaut, indem man die Grenzen nicht auslotet. Ich hätte jetzt noch weitere Fragen, aber vielleicht lassen wir das für später, weil wir dürften Herrn Dr. Katic jetzt auch nicht vergessen, der jetzt auch noch auf seinen Vortrag jetzt noch wartet. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle die Fragerunde. Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Und, ja, sehr gerne. Dankeschön. Und wir würden dann zum zweiten Vortrag kommen. Super. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein, virtuell zumindest. Auch vielen Dank an den Professor Kinkel, das war wirklich sehr interessant. Ein sehr schöner Vortrag. Genau, ich kann, glaube ich, sehr viel, also ich glaube, es ergänzt sich sehr gut. Es ist sehr gut, dass wir beide heute vortragen. Auch bei den Fragen, es ist gut, dass wir das von sozusagen beiden Seiten beleuchten können. Genau, ich komme von Artemines und Artemines ist eine Firma, die letztendlich eine Software macht, mit der man Roboter programmieren kann. Dazu sehen sowohl kollaborative als auch die klassischen Robotersysteme. Und wir haben im Grunde zwei verschiedene Software-Suiten. Zum einen die also eine Produktfamilie, die aus zwei Software-Produkten besteht. Zum einen die Robot Programming Suite, die RPS. Das ist eine Programmierlösung, um Industrieroboter zu programmieren. Und das ist auch so ein bisschen das, was Professor Kinkel schon angedeutet hat. Das ist sozusagen eine moderne Art, Roboter zu programmieren. Das heißt, man muss hier nicht klassisch Script-Codes schreiben, also textuellen Code, sondern kann den Roboter programmieren, indem man Roboterfähigkeiten, Skills in Sequenz bringt und sie parametriert. Hier ist so ein Beispiel zu sehen. Das ist tatsächlich auch so die Oberfläche, wie dieser Benutzer sie aussehen würde. Man hat hier einen Graph-Baustein und einen Move-Linear-Baustein, die man eben in Sequenz schaltet. Und das bedeutet, wenn man das Programm ausführt, wird der Roboter eben zuerst greifen und dann eine lineare Abrückbewegung ausführen. Das heißt, ich muss gar nicht die roboterspezifischen Befehle kennen, muss gar nicht wissen, wie das dann letztendlich auf dem Code abgebildet wird, der auf dem Roboter ausgeführt wird, sondern kann sozusagen eine Ebene höher abstrakter programmieren. Und wir haben auch eine Skill-Datenbank, die Sie hier unten sehen. Das ist sozusagen das Herzstück der RPS. Darin sind alle Fähigkeiten des Roboters eben vereint, die man dann per Drag and Drop einfach einfügen kann, um den Roboter sozusagen zu sagen, was er tun soll, aber eben nicht unbedingt das Wie. Und die Bausteine können relativ einfach sein, zum Beispiel Move Linear, also einfach eine lineare Bewegung von A nach B repräsentiert. Es kann auch komplex und zusammengesetzt sein, wie das Greifen, das eben das Anrücken, Öffnen des Greifers, Heranfahren an das Objekt, Schließen des Greifers, Abrücken und so weiter vereinigt. Es können aber auch noch aufwendigere Bausteine sein, wie zum Beispiel Suchbausteine oder Fügebausteine, die letztendlich auf Regelungstechnik basieren. Und die Grundidee ist es, dass das sozusagen vom Benutzer versteckt wird. Das heißt, der Nutzer weiß gar nicht, dass da intern eigentlich ein PID-Regler arbeitet, sondern er kann eben den Roboter instruieren, indem er ihm sagt, welche Fähigkeiten er an welcher Stelle ausführen soll.
Der zweite Teil der ATmines Produktfamilie ist die Learning Analytics for Robots, die LAR. Und die beschäftigt sich nicht mit der Programmierung des Roboters, sondern letztendlich mit dem Betrieb und der Optimierung von Roboterprogrammen. Die Grundidee ist es, wenn ich jetzt so eine Roboteranwendung habe, die entweder in der Programmierzeit, also während des Einrichtens oder wegen des Betriebs eingesetzt wird, dann fallen da natürlich sehr, sehr viele Daten an. Das heißt, der Roboter liefert Trajektorien, er liefert 3D-Punkte, er liefert seine Verfahrbahn, wie er gefahren ist. Er liefert auch Kraftmomentendaten, das heißt, welche Kräfte und welche Momente auf das Werkstück eben in der Produktion eingewirkt haben. Und das ist natürlich ein sehr großer Datenschatz, den man sammeln kann. Der geht ihm normalerweise, so Stand heute, eigentlich meistens verloren, wird nicht genutzt. Mit unserer Software kann man das aber alles speichern. Das landet dann in einer SQL-SQL-Datenbank. Da gibt es ja immer die Diskussion, wie man es richtig ausspricht. Ich nenne es SQL. Genau, und diese Datenbank kann man dann eben nutzen, um die Roboterdaten zu visualisieren, um sie anzuzeigen, zu analysieren und eben für verschiedene Optimierungsaufgaben zu nutzen, um den Roboter eben datengetrieben zu verbessern. Und natürlich, das klingt ja schon an, Ziel ist es natürlich nicht nur Statistik drauf zu werfen, sondern eben auch mit dem Verfahren des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz, eben noch mehr Aussagen, noch mehr Insights über den Roboter, über den Prozess, über die gesamte Fertigung eben zu liefern, mithilfe der LAR. Und was wir natürlich auch noch machen als Firma ist, wir stellen nicht nur Software her, sondern wir bieten auch Consulting an. Das heißt, man kann von uns natürlich zum einen die Software erwerben und seinen Roboter selbst programmieren. Man kann aber auch bei uns Dienstleistungen einkaufen und kann eben von uns Unterstützung bei der Einführung von Robotern bekommen. Das hat Professor Kinkel sehr, sehr gut dargestellt. Roboter einzuführen geht weit über nur die Programmierung hinaus. Man muss die Zellen entwickeln, man braucht ein Sicherheitskonzept. Es ist eben nicht damit getan, dass man den Roboter hinstellt und uns dann ein bisschen was programmiert und dann ist die Anlage fertig. Das gehört eben noch mehr dazu. Da bieten wir auch Unterstützung. Eben, das fängt an bei Machbarkeitsuntersuchungen, Prototypentwicklung und eben den Support und der Unterstützung bei der Industrialisierungsphase, wo es dann wirklich darum geht, den Roboter in den Shopfloor, in die Produktion zu bringen, wo er dann tatsächlich auch produktiv tätig ist und ja, arbeitet. Wir haben da sehr viele spannende Anwendungsgebiete von Qualitätsinspektion, Elektronikmontage, sehr viel Automotive-Bereich, mechanische Montage. Das ist so ein bisschen das Schöne an Robotik. Die Anwendungsgebiete sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Wir machen das natürlich kommerziell. Das heißt, wir haben auch sehr viele Kunden, die Software produktiv einsetzen. Hier so ein kleiner Ausblick. Wir sind, wie gesagt, nicht auf eine bestimmte Branche eingeschränkt. Robotik, ich meine, in dem Vortrag von Professor Kinkel, vielen Dank dafür, ich kann mich sehr schön darauf beziehen. Robotik ist eben ein bisschen auf dem Siegeszug. Es werden immer mehr Systeme eingebaut. Und sie werden in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, von Industrieelektronik, Automotive, Eisenbahn, auch so Dinge, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, zum Beispiel bei Möbeln. Also ich nenne den Namen jetzt, ich nenne den Namen, da steht da Vitra, also sehr, sehr hochpreisige, sehr, sehr schöne Möbel werden eben teilweise mit Robotik und mit unserer Software hergestellt. Auch Medizintechnik, Lebensmittelhandling, Kleidung, also Dinge, die man vielleicht vor 10 Jahren nicht gemacht hätte, weil vor 10 Jahren, vor 20 Jahren Robotik eher so in der Industrie, also in der Großindustrie, eben Fahrzeugherstellung, Karosseriebau eingesetzt wurde. Das wandelt sich, das merkt man sehr stark. Roboter halten Einzug in Gebieten, in denen man sie vor 10, 15 Jahren sicherlich nicht gefunden hätte. Und das sieht man eben sehr schön an den Anwendungen. Genau, um noch so ein bisschen Ihnen so ein Gefühl dafür zu geben, wie man mit der RPS programmiert, weil auch ein paar Fragen jetzt heute in die Richtung gegangen sind. Ich habe das schon ein bisschen erklärt. Man kann eben das Ganze über die Bausteine definieren, was der Roboter tun soll, in welcher Reihenfolge es tun soll, kann es über das Teach-In programmieren. Das heißt, man kann den virtuellen oder den realen Roboter nutzen, um eben bestimmte Zielposen vorzugeben und sie dann an die Bausteine zu knüpfen. Das heißt, im Grunde sagt, bewegt man den Roboter an eine bestimmte Stelle, entweder den virtuellen oder den realen, und kann dann eben sagen, diese Position ist jetzt die Abgreifposition, diese Position ist die Abrückposition, das ist die gewünschte Greiföffnung
Und das wird dann sozusagen in den Baustein verankert und kann dann eben ausgeführt werden. Das ist ein bisschen das, was Professor Pinkel schon gesagt hat, jetzt eben wirklich in Real und in Aktion. Wenn man das alles gemacht hat, kann man den Roboter auch simulieren. Das heißt, man kann die Bewegung, eine Vorschau der Bewegung, sich eben anzeigen lassen. Ich hoffe, man sieht über den Livestream das Video noch ganz gut. Und kann dann eben sehen, wie sich der Roboter bewegen wird, welche Kollisionen in der Simulation auftreten, welche Kollisionsvermeidungsalgorithmen, also welche Pfade die Kollisionsvermeidung gefunden hat, und kann sich sozusagen ein Bild davon schaffen, was der Roboter tun wird, wie er sich bewegen wird. Das ist ein schönes, vielleicht eine Anknüpfung an die Frage von vorhin, kann man den Robotersystemen trauen? Naja, man kann sie sich zumindest mal vorher anschauen. Das heißt, man muss es nicht auf dem realen Roboter testen, man kann es eben alles in der Simulation betrachten und eben sehen, was der Roboter tun wird, welche Geschwindigkeit, welche Dynamik er es tun wird. Und kann dadurch eben auch ein ganzes Stück weit Vertrauen in das System gewinnen. Wenn man das dann alles programmiert hat, kann man das entsprechend auch auf einem realen Roboter ausführen. Hier eben das einfache Pick-and-Play-Szenario, das ist genau das Programm, was Sie eben vorhin gesehen haben. Der Roboter führt das Grasp und das, die Linearbewegung durch, greift das Objekt und legt es entsprechend ab. Genau, das war natürlich eine sehr einfache Anwendung. Es gibt sehr viel komplexere Anwendungen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um so ein bisschen das, was Professor Pinkel auch gesagt hat, zu stützen. Hier sieht man das einmal in der Simulation und einmal in Real. Das ist ein Beispiel aus der Montage. Das ist insofern eine komplexe Anwendung, weil eben sehr kleine Teile sehr genau gefügt werden müssen. Da ist auch Regelungstechnik mit dabei, weil solche Teile eben oft mit Werkstücktoleranzen behaftet sind. Das heißt, jedes Werkstück ist ein bisschen anders, jedes Werkstück ist etwas anders gefertigt. Das sind zwar dann vielleicht Unterschiede im Millimeterbereich, aber für den Roboter bedeutet das, er kann eben keine feste Position anfahren, weil die Position eben immer ein bisschen anders ist, sondern muss eben mit Hilfe von Regelungstechnik die Position finden, suchen und letztendlich über die Kraft-Momenten-Sensorik feinfühlig das Objekt fügen. Ein anderes komplexeres Beispiel, das ich heute mitgebracht habe, was man vielleicht auch vor 10 Jahren in der Form nicht industriell gesehen hätte, ist die Behandlung wiegeschlaffer, also flexibler Teile. Da kann man sich eben nicht darauf verlassen, dass das Objekt immer so ist, wie man es erwartet, sondern es bewegt sich auch, während der Roboter es manipuliert. Und bei solchen Anwendungen kommt man dann eben Sensorik nicht drumherum. Das ist auch so eine Sache, die bei kollaborativen Robotern immer mehr Einzug hält, dass man eben nicht feste Verfahrbahnen hat, sondern alles dynamisch aufgrund von Messungen, die während des Betriebs aufgenommen werden, anpasst, um eben solche filigranen Bewegungen, die nicht mehr starr sind, die nicht mehr fest programmiert sind, eben realistisch abbilden und programmieren zu können. Ein anderes Beispiel sind komplexe Verfahrbahnen, hier einmal in der Simulation und einmal in Real. Auch sowas ist heute durchaus üblich, dass man eben Verfahrbahnen hat, die sehr komplex sind, die man auch nicht mehr von Hand programmieren kann, weil eben bestimmte Nebenbedingungen erfüllt sein müssen. Zum Beispiel muss eben das Instrument, das Werkzeug immer in einem bestimmten Winkel gehalten werden. Und solche Sachen sind ohne computergestützte Programmierung, ohne mit textueller Verarbeitung quasi nicht realistisch machbar. Also das von Hand wirklich im Text runterzuschreiben und zu programmieren, das ist sehr, sehr schwierig. Dafür braucht man eben CAD-Tools, braucht 3D-Modelle und kann dann eben auch solche komplexen Bewegungen relativ einfach programmieren. Da es heute natürlich auch ein bisschen um KI gehen soll und die Fragen auch schon in diese Richtung gingen, was mich natürlich sehr freut, wir haben auch eine KI-Roadmap, wie wir eben KI in das Produkt, in die Anwendung und auf den Shopfloor bringen wollen. Das Ganze geht davon aus, dass wir eben so ein Stufenmodell haben, was wir erreichen wollen. Wir beginnen eben mit der vereinfachten Programmierung. Das heißt, wir wollen KI-Methoden einsetzen, um die Programmierung des Roboters zu vereinfachen, aber eben auch die Optimierung. Das heißt, bestehende Programme verbessern. Andere Schwerpunkte sind Anomaliedetektion. Das heißt, wenn der Roboter eben arbeitet, dann will man eben erkennen können, ob sich etwas verändert hat, ob die Werkstücke immer noch so sind, wie man sie erwartet hat, ob es eine Drift gibt, ob der Wechsel des Zulieferers dafür gesorgt hat, dass sich die Chargen jetzt plötzlich sehr stark unterscheiden. Es kann durchaus sein, dass man irgendwie einen Monat sehr gut produziert und alles so gut läuft, wie man es eigentlich erwartet.
und plötzlich einen Monat später läuft alles viel schlechter. Und warum? Naja, das weiß man dann nicht. Und über datengetriebene Ansätze kann man eben rausfinden, dass zum Beispiel die Probleme am 7.8. angefangen haben und dann kann man eben nachgucken und merken, am 7.8. wurde der Zulieferer gewechselt und der hat dann wieder der andere Toleranz. Das heißt, solche Einsichten kann man eben nur über Daten und entsprechende Datenanalyse bekommen. Das geht auch natürlich weit über die Roboterprogrammierung hinaus, ist aber auch Teil des Lifecycle-Managements eines solchen Systems. Also mit der Inbetriebnahme ist es eben nicht getan. Das muss natürlich auch immer wieder nachverfolgt, nachjustiert, verbessert und weiterentwickelt werden. Klar, da auch die Predictive Maintenance, dass man nicht nur erkennt, wenn das schief geht, sondern eben auch Voraussagen treffen kann, dass bald etwas schief gehen wird. Und natürlich das Selbstlernen, also quasi das automatische Einlernen der Parametrierung, automatische Einlernen vom Programm, um eben immer mehr von der Programmierung zu automatisieren, sodass die Programmierung eben immer einfacher wird. Das Ganze machen wir nicht alleine. Wir sind gut vernetzt mit vielen verschiedenen Partnern, unter eben anderem auch mit Professor Kinkel in dem Probot-Projekt. Wir arbeiten aber auch natürlich sehr stark mit dem KIT zusammen. Wir haben auch internationale Partner in Korea, an der Universität Stuttgart, an der Universität Bremen. So ist es auch notwendig, weil ja, das ist die Entwicklung und die Wissenschaft schreitet sehr, sehr schnell voran. Und um da am Ball zu bleiben und entsprechende Partner zu haben, ist es eben sehr wichtig, vernetzt zu sein, nicht nur im industriellen Bereich, sondern auch im akademischen. Und heute möchte ich eben speziell über die vereinfachte Programmierung und die Optimierung von Programmen reden. Dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, die Montage von Elektroteilen. Hier im Video sehen Sie, was da passiert. Das ist jetzt ein Denso-Roboter, der ist nicht kollaborativ, aber er ist schnell. Und die Idee ist es, dass eben Elektronikbauteile, THT-Teile, auf die Platine gesteckt werden. Und das ist etwas, was ja normalerweise von Menschen gemacht wird, was üblicherweise nicht automatisiert ist. Und die Frage ist, naja, warum ist es nicht automatisiert? Was ist da das große Problem? Und das große Problem ist die Varianz und Toleranz. Man hat das nicht einfach mit einem einzigen mit einer einzigen Platine zu tun, sondern man hat es eigentlich mit sehr vielen verschiedenen Platinen zu tun, weil jede Platine sich dann eben doch ein bisschen unterscheidet, weil es eben Fertigungstoleranzen gibt, wo man nicht davon ausgehen kann, dass alles auf dem Millimeter genau gleich ist. Es kommt aber auf Millimeter an, weil die Einstecklöcher, die in die Pins gefügt werden müssen, natürlich sehr, sehr, sehr klein sind. Das heißt, wenn sich die Platinen etwas unterscheiden, dann sind schon keine festen Fügepositionen möglich und damit kommen Roboter aktuell natürlich nicht besonders gut zurecht oder andere Automatisierungslösungen. Das andere Problem ist, man hat das nicht mit einem THT-Teil zu tun, sondern eben mit vielen verschiedenen. Das Gehäuse, das ist normalerweise relativ gut normiert, da hat man oft es mit sehr ähnlichen Dingen zu tun, aber die Pins, die Füßchen, die können sich von Bauteil zu Bauteil sehr stark unterscheiden, die können stark verbogen sein, die können etwas abstehen. Und damit muss der Roboter umgehen können. Für Menschen ist es natürlich relativ einfach, weil wir Menschen dann eben einfach die Anpassungsfähigkeit und die Geschicklichkeit haben, das sicher zu fügen, auch wenn es sich sehr stark unterscheidet. Für Roboter, für Automatisierungssysteme ist es tatsächlich immer noch eine Herausforderung. Das heißt, die Frage ist letztendlich, wie kann ich das robust erreichen und wie kann ich das auch wirtschaftlich erreichen? Denn wenn ich jetzt erstmal sehr, sehr lange Programmierzeiten habe, wenn ich sehr lange testen muss, wenn das Ganze nicht robust funktioniert, dann ist es eben auch nicht mehr wirtschaftlich. Und die Idee ist es, das Ganze über Kraftregelungen zu machen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir verwenden auch Bausteine, die kraftgeregelt sind. Und das Ganze funktioniert dann in der Anwendung so, hier sieht man, wenn er die Lochposition direkt findet, dann kann er sie auch einfach schnell und sauber fügen. Wenn aber aufgrund von Varianz die Loche nicht sofort gefunden werden, dann wird eben eine Subbewegung durchgeführt. Das heißt, hier hat er gemerkt, dass er die Tiefe nicht erreicht hat, führt diese spiralförmige Subbewegung durch, fällt dann ins Loch, merkt dieses Reinfallen und kann es dann eben sicher fügen. Hier sieht man auch noch den Ausgleich der Kräfte und Momente. Das heißt, wenn er sozusagen merkt, dass er nicht sauber reingerutscht ist, sondern eben viel Gegenkraft von den Seiten bekommt, dann kann er das eben entsprechend ausgleichen, indem er über regelungstechnische Verfahren die Querkräfte minimiert und so möglichst sauber und ohne Verklemmung das Bauteil fügen kann. Eine Alternative zur Spiralsuche ist hier auch nochmal zu sehen, die sogenannte Pick-Suche, Spike Search. Das würde man dann immer dann, jetzt bin ich eins zu früh, zu weit geblättert,
Die Spike Search würde man immer dann anwenden, wenn man eben nicht auf dem Werkstück, sich bewegen will und keine Kraft auf das Werkstück ausüben will, sondern eben vorsichtiger mit dem Werkstück umgehen will. Und hier sieht man das eben einmal in voller Geschwindigkeit und dann noch einmal in Slow Motion. Er macht einen Setzversuch, schafft es nicht, macht dann noch einen, noch einen, noch einen und jetzt hat er es geschafft und jetzt kann er es eben sicher fügen. Und ob man jetzt eine Spiralsuche einsetzt oder nicht, das ist so ein bisschen Prozesswissen. Man muss eben wissen, welche Kräfte, welche Belastungen man seinem Werkstück zumuten kann oder will. Die Umsetzung ist aber einfach. Das heißt, es gibt sozusagen so ein bisschen den Shift. Man muss nicht mehr eben unbedingt ein sehr guter Programmierer sein. Man muss aber immer noch ein sehr guter Prozessingenieur sein. Das heißt, man muss immer noch verstehen, was passiert, was passieren soll, welche Kräfte wirken, wie die Physik ist. Aber man soll eben nicht mehr so viel in Code denken müssen, um das korrekt umzusetzen, sondern es soll es eben über Parametrisierung von vorhandenen Bausteinen lösen können, ohne eben Programmierer zu sein. Das deckt sich so ein bisschen mit dem Vortrag von vorhin, wo eben auch gesagt wurde, Softwaretechnik ist sehr wichtig für Roboterprogrammierer, aber eben auch dieses mechatronische, mechanische Verständnis, was diese Disziplin ja auch so besonders und so interessant macht, dass es eigentlich eine interdisziplinäre Geschichte ist, wo man eben sich in verschiedenen Bereichen auskennen muss, um wirklich schöne Anwendungen zu lösen. Diese Regelungsansatz kann einem Robustheit bringen, aber dann hat man immer noch das Problem, dass es unter Umständen zu langsam ist. Denn solche Suchbewegungen sorgen dafür, dass es immer noch sicher gefügt werden kann, aber sie haben natürlich den Nachteil, dass sie unter Umständen Zeit kosten. Das heißt, man möchte jetzt die Programme so auslegen, dass möglichst wenig gesucht wird, dass möglichst schnell gefunden wird, um eben Taktzeit zu sparen. Und das ist natürlich wieder schwierig, wenn man das eben naiv an die Sache rangeht. Das Problem ist, man hat es auf sehr kleinen Raum zu tun und mit sehr schnellen Bewegungen. Das heißt, es sind schnelle Bewegungen, die innerhalb von wenigen Millimetern passieren. Das zweite Problem ist, solche Dinge sind natürlich nicht Einzelfälle, sondern man hat letztendlich ein statistisches Muster. Das heißt, es gibt oft statistische Zusammenhänge, wie die Varianzen verteilt sind. Es kann stochastisch sein, gemäß einer bestimmten Verteilung. Es können aber auch Drift sein, dass sich sozusagen der Mittelwert verschiebt. Und das kann man dann nur sehen, wenn man sich die Daten über einen längeren Zeitraum betrachtet. Und das ist auch eben der Grund, warum wir die LAR einsetzen und entwickeln, weil man das eben nur datengetrieben sehen kann. Wenn man einfach auf die Anlage schaut, wird man das wahrscheinlich nicht sehen können. Da wird man eher sehen können, dass nach hinten raus Probleme entstehen. In den Daten sieht man aber wirklich die Effekte sehr genau. Und da kommen wir eben zum Zusammenspiel zwischen der RPS und der LAR. Ich habe es ja vorhin gesagt, die RPS bietet die Möglichkeit, bausteinbasiert zu programmieren. Das heißt, wenn ich mir meine Sequenz zusammenstelle, eben einen Kontaktbaustein, einen Spiralsuchenbaustein und einen Fügebaustein, dann kann ich das Ganze auf dem Roboter ausführen, kriege dann entsprechend eine Roboterbewegung, hier eben die Kontaktfahrt, wo der Roboter aus der Luft so weit nach unten fährt, bis er Kontakt zum Werkstück aufbaut. Und weil ich eben alles über den Kontaktbaustein programmiert habe, können wir dann im Umkehrschluss natürlich auch immer sagen, dass die Datenpunkte, aus dieser Bewegung entstanden sind, zu dem Baustein gehören. Und dadurch können wir natürlich Analysen und eine Visualisierung anbieten, die genau zu dem Baustein passen. Und das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Bausteine. Hier eine Spiralsuche, die auf dem realen Roboter eben so aussieht. Auch dafür wissen wir eben genau die Zuordnung der Daten, die aufgenommen wurden, zu der Intention des Programmierers, die eben durch die Bausteine ausgedrückt ist. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr praktisch, weil wir dadurch eine sehr hohe Datenqualität frei Haus bekommen. Das ist, viele von Ihnen werden das wahrscheinlich kennen, wenn man im Bereich Datenverarbeitung, Machine Learning, Deep Learning arbeitet, ein großes Problem ist es, an die Daten ranzukommen. Und das ist natürlich durch die bausteinbasierte Programmierweise zu einem sehr großen Teil einfach gelöst. Dadurch, dass wir die Bausteine haben und Bausteine kennen, und den Zusammenhang zwischen Bausteinen und Datenpunkten können wir die Daten sozusagen kostenlos segmentieren. Wir wissen genau, aus welchen Bausteinen die Daten kommen
und welche Intention der Programmierer hatte, als er den Baustein geliefert hat. Das heißt, wir haben nicht nur leere, inhaltslose Daten, wir haben tatsächlich Informationen, die wir eben direkt zuordnen und entsprechend kontextbehaftet verarbeiten können. Was heißt das jetzt konkret? Naja, man kann sich eben in DLR sogenannte Dashboards aufbauen und seine Daten visualisieren. Hier sieht man eben Spiralsuchen, einmal das 3D-Graph. Man kann sich die einzelnen Programme zeitlich im Verlauf anschauen und man kann sich eben hier anschauen, wie die Kraftverläufe waren. Also auf der X-Achse sind die zurückgelegten Millimeter zu sehen, auf der Y-Achse die Kräfte, die in Verfahrrichtung gewirkt haben. Und kann dadurch ein sehr viel besseres Verständnis von seinem Programm, von dem Verhalten, von der Physik gewinnen, die man so durch bloßes Hinsehen nie bekommen könnte. Weil Sie müssen sich auch immer vor Augen führen, oft sind die Bewegungen wirklich einige Millimeter lang, dauern unter einer Sekunde. Wenn man das nicht datengetrieben hat, dann ist es sehr, sehr schwer zu verstehen, was da eigentlich passiert und was eigentlich mit dem Werkstück, das verarbeitet wird, wirklich passiert. Was heißt das jetzt für die Analyse von Suchbewegungen? Naja, für den konkreten Use Case, wenn ich eben meine Spiralsuche minimieren will, also die Ausführungszeit der Spiralsuche minimieren will, ich kann eben sehr viele Ausführungen der Spiralsuche sammeln. Das heißt, ich kann dem Roboter einfach die Bewegung mehrfach durchführen lassen, auf unterschiedlichen Platinen mit mehreren THT-Teilen, die gesetzt werden sollen, kann die Daten dann eben in der LR sammeln und kann sie mir eben anschauen. Und sobald sie in der LR sind, stehen sie auch für die Bearbeitung sozusagen zur Verfügung. Und wenn ich das dann habe, kann man eben entsprechende Segmentierung vornehmen und kann dann die Optimierung durchführen. Optimierung in dem Fall heißt, ich kann mir so eine Spiral Search Optimization Analyse letztendlich zusammenklicken. Die Idee dabei ist es, die grünen Punkte sind die Anfangspunkte meiner Bewegung. Die roten Punkte sind die Engpunkte meiner Bewegung. Das heißt, ich weiß, der Roboter hat hier angefangen zu suchen und hat entsprechend hier sein Ziel gefunden. Und dann bei dem zweiten Durchgang hat er eben hier angefangen zu suchen und hier sein Ziel gefunden. Und es ist jetzt relativ naheliegend, dass man natürlich über die Verteilung der Endpunkte auch den optimalen Startpunkt berechnen kann, auf den optimalen Startpunkt zurückrechnen kann. Und genau das bietet die LR. Die sagt eben dem Programmierer, naja, wenn du 0,3 mm weiter rechts und minus 2 mm weiter unten mit der Suche angefangen hättest, dann wärst du zumindest für diesen Datensatz optimal gewesen. Und das klingt natürlich jetzt erstmal wenig, es halten sich um Submillimeterbereich. Wenn man sich aber vorstellt, dass man bei jedem Bauteil ein paar Submillimeter spart, dafür aber Tausende oder Millionen von Bauteilen verbaut, dann ist natürlich klar, dass man mit so solchen vergleichsweise einfachen Algorithmen schon sehr, sehr, sehr großen Mehrwert liefern kann. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür und es wäre auch so eine kleine Takeaway-Message von der Folie. Man braucht nicht immer die aufregendsten, neuesten Algorithmen. Man braucht nicht immer die neuesten Techniken. Auf die Datenqualität kommt das tatsächlich an. Das heißt, wenn man sehr gute Daten hat, die gut aufbereitet sind, die gut verstanden sind, dann kann man eben auch mit relativ einfachen Algorithmen einen sehr, sehr großen Mehrwert schaffen. Wir haben das natürlich auch noch weitergehend betrachtet. Das ist in Zusammenarbeit mit dem TECO-Institut von Professor Beigel hier im KIT entstanden. Haben dann eben nicht nur die Anfahrtsposition optimiert, sondern auch die Form der Spiralsuche. Man muss natürlich nicht quasi kreisförmig suchen. Man kann die Spirale auch stauchen und sie eben so noch besser an die reale Lochverteilung anpassen. Das Spiel kann man natürlich beliebig lange treiben und so immer weiter optimieren und letztendlich Taktzeiten sparen, ohne dass man als Programmierer sich viele Gedanken machen muss. Das geht eben alles rein datenbasiert. Wir sind auch in Forschungsprojekten tätig. Eins hat ja schon Herr Professor Kinkel gesagt, das ProBot-Projekt. Das ist uns eben deshalb so spannend, weil man da wirklich herausfinden kann, wie sich eigentlich der Einsatz von Probots auf Unternehmen auswirkt, welche Veränderungsprozesse dazu notwendig werden, welche Arbeiten notwendig sind, um tatsächlich das gesamte Grundgerüst, die Kompetenzen, die Qualifikationen
zu haben, um gerade als kleines Unternehmen Robotik einzusetzen. Wir arbeiten auch mit der Universität Bremen zusammen, um ja mehr KI in die Systeme reinzubringen. Da eben bei dem Projekt Elias ist die Idee, mit Hilfe von Demonstrationen, von Aufgabenbeschreibungen, die in virtueller Realität von den Menschen durchgeführt werden, eben Roboterprogramme zu generieren und zu parametrisieren. Das heißt, die Grundidee ist es, ich muss den Roboter nicht direkt programmieren, sondern ich kann einfach in VR die Bewegung vormachen und der Roboter lernt eben daraus, die Bewegung nachzumachen und die Aufgabe zu erfüllen, ohne dass er direkt programmiert werden muss. Wir sind auch mit dem FZI hier in Karlsruhe und dem Fraunhofer ISB in anderen Projekten damit beschäftigt, im Care Robotics Bereich Abhilfe zu schaffen und eben in der Pflege durch Unterstützung bei Transport, Logistik, Dokumentation und eben der direkten Pflege am Menschen zusammenzuarbeiten. Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Sicherheitsproblematik da einen ganz besonderen Stellenwert hat. Wir arbeiten auch mit der Universität Stuttgart und der DHBW zusammen, um ein ganz anderes KI-Problem anzugehen. Da geht es um die Roboterkalibrierung. Das heißt, weil eben die Frage auch vorher kam, wird KI für die Robotik, für die Programmierung der Roboter eingesetzt? Hat Professor Kinkel natürlich sehr richtig beantwortet. Sie wird aber auch in anderen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel bei der Kalibrierung des Roboters. Es ist so, dass solche Roboter natürlich immer eine Ungenauigkeit haben. Und wir versuchen eben zusammen mit den Partnern aus der Akademie, aus der akademischen Einrichtung, letztendlich die Genauigkeit eines Roboters mit KI-Methoden und datengetrieben zu schätzen und dann eben auch zu korrigieren. Die Grundidee ist es letztendlich, dass wir einen günstigen Roboter, der etwas ungenauer ist, nur über Software eine Genauigkeit zu erreichen, die sonst eigentlich nur mit einem teuren Roboter möglich wäre. Und das ist, denke ich, auch ein schönes Beispiel, dass KI nicht nur bei der Programmierung und bei der Ausführung der Aufgabe helfen kann, sondern eben auch das Drumherum unterstützen kann. Das heißt, KI ist es wirklich eine Allzweckwaffe, mit der man sehr, sehr viele Probleme rund um die Robotik aufgreifen kann. Wir haben noch andere Projekte, das sind inzwischen schon abgeschlossen, das ganz stark in die Kooperation zwischen Menschen und Roboter geht. Das ist zusammen mit der Dualen Hochschule auch hier in Karlsruhe. Da ist es die Idee, dass man über ein System der Menschbeobachtung erkennt, was der Werker macht, wie er ergonomisch steht, ob er seinen Rücken in einer Fehlstellung hält oder nicht. Und dann eben über entsprechende Lernverfahren die Bahnplanung und die Verfahrbahn des Roboters so anpasst, damit der Roboter eben sich möglichst an die Bedürfnisse des Menschen anpasst. Das heißt, wenn der Roboter oder beziehungsweise das Menschbeobachtungssystem merkt, dass sich der Mensch immer nach oben bewegen muss, um eine Übergabeaufgabe zu erfüllen, dann kann das System eben lernen, naja, dann sollte ich vielleicht dem Menschen dieses Werkstück eben weiter unten anbieten, damit er es eben leichter erreichen kann. Und das zeigt so ein bisschen die Zukunft, dass der kollaborativen Robotik, die eben für den Menschen angenehmer ist, die weniger bedrohlich ist und die auch keine Arbeitsplätze kosten muss, sondern eben den Werker befähigt, seine Arbeit angenehmer macht, sicherer macht und letztendlich für alle Beteiligten einen Vorteil bringt. Genau, ein anderes Projekt, in dem KI und Robotik zusammenfließen, haben wir mit der Universität Bremen und dem Fraunhofer Institut IPA zusammen inzwischen abgeschlossen. Da geht es darum, ältere Menschen bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen. Auch da ist wieder die Sicherheitsproblematik natürlich wichtig. Die Grundidee ist es eben, mithilfe von Robotern Nahrung vorzubereiten und eben entsprechend anzureichen, damit ältere pflegebedürftige Personen länger zu Hause bleiben können und eben nicht in Pflegeheim müssen, weil eben bestimmte Aufgaben vom Roboter übernommen werden können. Auch ein interessantes Projekt, auch mit dem KIT zusammen, nicht direkt mit KI-Zusammenhang, ist die Programmierung von Robotern über VR. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel, dass eben sehr viele Technologien konvergieren können und zusammen eben sehr schöne Synergien entwickeln können. Genau, und als letztes haben wir uns auch sehr stark mit KI in der Robotik beschäftigt, um eben sichere Manipulation und Prozessüberwachung zu erreichen, indem eben Prozesse analysiert und auf Anomalien hin untersucht werden.
Genau. Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, Industrierobotik ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt wirklich sehr große Veränderungen zurzeit. Robotik, wie sie vor 10, 20 Jahren gemacht wurde, ist immer noch relevant, wird auch gemacht, aber es gibt tatsächlich sehr viele Neuerungen, was die Programmierung von Robotern angeht, was die Nutzung von Daten angeht, was KI angeht. Und das sind auch sehr, sehr spannende Themen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich viel im Robotik von KI im Perzeptionsbereich gesehen haben. Das heißt, die Erkennung von, also Erkennung von ja, ob's was auf Bildern zu sehen ist, ob es eine Katze auf dem Bild ist oder ein Hund. Die Zukunft wird auch sehr stark dahin gehen, dass man KI nicht nur in der Perzeption anwendet, sondern eben auch in der Manipulation, um eben relevante Probleme zu lösen und Dinge zu automatisieren, die bislang einfach nicht ökonomisch ja, gelöst werden können. Auch ohne KI kann man sehr viel machen, auch wie es Professor Kinkel schon gesagt hat, über neuartige Programmierverfahren. Und ich kann Sie alle natürlich sehr gerne und sehr herzlich einladen, an diesen Entwicklungen teilzuhaben. Es gibt wirklich sehr spannende Probleme aus Softwareentwicklungssicht, sowohl bei der Generierung von neuen Roboterprogrammen, als auch bei der Programmierung des Roboters, als auch bei der Inbetriebnahme und der Datenauswertung. Es sind wirklich sehr, sehr spannende Entwicklungen, die sich gerade in den letzten Jahren entwickeln. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Überblick über die Themen und Probleme und Lösungen geben. Vielen Dank. Dankeschön für den Vortrag, war sehr, sehr schön. Danke. Ich habe gleich direkt die ersten paar Fragen. Mit der ersten warte ich schon länger, ich wollte sie nicht unterbrechen. Gibt es eine Art Simulator Reality Gap, das heißt, gelten in der Praxis oft Dinge oder gehen in der Praxis, Entschuldigung, in der Praxis oft Dinge schief, die in der Simulation funktionieren aufgrund von vereinfachten Annahmen in der Simulation selbst? Genau, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Die Roboterbewegung kann natürlich in der Simulation ziemlich genau vorherberechnet werden. Man weiß, wie der Roboter rechnet, man weiß, wie er seine Bahnplanung macht. Schwierig wird es, wenn Physik dazu kommt. Der Grund ist letztendlich, Physiksimulationen sind inhärent ungenau. Da gibt es einfach numerische Ungenauigkeiten. Und was eigentlich fast noch schlimmer ist, es gibt die Parameter der Simulation sind eigentlich nie bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie wirklich feste, rigide Objekte habe, dann ist es noch relativ einfach. Aber wenn ich mit so biegeschlaffen Objekten arbeite und fast alles ist ein bisschen biegeschlaff, ich kenne ja gar nicht den Steifigkeitskoeffizienten des Werkstücks. Ich weiß gar nicht, wie der Reibungskoeffizient ist, wenn ich ein Gummiteil in ein Metallteil flügeln will. Das heißt, selbst wenn ich eine perfekte Physiksimulation hätte, könnte ich sie immer noch nicht genau parametrieren. Das heißt, und das ist bei Werkstücken natürlich durchaus relevant, wenn ich eben garantieren will, dass bestimmte Kraftgrenzen nicht überschritten werden. Wenn ich garantieren will, dass beim Fügeprozess nie mehr als 10 Newton auf das Objekt wirken. Das kann ich in der Simulation eigentlich fast nicht machen, weil die Simulation ungenau ist und weil die Parametrierung der Simulation ungenau ist. Und solche Dinge muss man dann halt tatsächlich real durchführen. Also spätestens dann, wenn Physik eine Rolle spielt, dann kann man sich eigentlich nicht mehr auf die Simulation hundertprozentig verlassen. Und natürlich Werkstücktoleranzen, wenn sich die Werkstücke eben von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Das ist alles, was man in der Simulation nicht weiß. Vielleicht als kurze Anekdote. Das ist tatsächlich ein reales Problem. Wenn sich die Temperatur des Roboters ändert, ändert sich eben über die Ausdehnung des Materials auch seine Positionsgenauigkeit. Das heißt, ein Roboter bei 10 Grad Celsius verhält sich leicht anders als ein Roboter bei 30 Grad Celsius. Und sowas, die Wärmeausdehnung des Metalls des Roboters mitzusimulieren, ist schwierig. Okay. Ich hoffe, die Frage ist damit soweit erledigt. Danke dafür. Nächste Frage, gibt es remote betriebene Roboter, die durch Menschen zum Beispiel weltweit betrieben werden? Gibt es Forschung und Entwicklung in diese Richtung und was ist der aktuelle Stand? Ja, gibt es tatsächlich. Also die Telerobotik ist tatsächlich ein Thema, das gibt es zum Beispiel in der Medizin. Viele werden es wahrscheinlich kennen, den Da Vinci-Roboter. Das ist so einer der ersten Roboter, die medizinisch zugelassen wurden für Chirurgien. Das heißt, man kann als Chirurg eben quasi über ein Hand-Tracking, also ein Hand-Tracking-System den Roboter führen.
Und das hat für den Patienten durchaus Vorteile, weil eben das natürliche Zittern des Menschen eben auch nicht auf den Roboter übertragen wird, sondern eben entsprechend rausgerechnet wird. Das ist aber normalerweise so, dass es in direkter Nähe passiert. Das heißt, der Roboter und der Operateur sind im gleichen Raum letzten Endes. Es gibt tatsächlich auch Bestrebungen, dass man das verteilt macht, dass das sozusagen der Arbeiter, der den Roboter steuert, irgendwo auf der Welt sitzt und auf einem ganz anderen Kontinent der Roboter diese Aufgabe durchführt. Solche Sachen sind aber ziemlich schwierig, weil sehr kurze Latenzen notwendig sind und letztendlich die Sensorik passen muss. Also viele Aufgaben, die der Mensch macht, kann er nur deswegen machen, weil er eben sein Tastgefühl hat. Das Tastgefühl hat man dann aber eigentlich nicht bei dieser Telerobotik. Das ist sehr, sehr schwer zu übertragen. Auch die Genauigkeit, ich meine, unser menschliches Auge ist dann halt doch besser als eine Webcam. Es gibt relativ wenig Anwendungen, für die sowas notwendig ist. Weil oft ist es so, dass man das entweder direkt mit dem Roboter automatisieren kann, komplett, oder dass es eben nützlicher ist, es von einem Menschen machen zu lassen. Die Schnittmenge sozusagen der Probleme, die nur ein Mensch machen kann, aber der das dann doch über den Roboter machen kann, das ist relativ wenig. Also es kann durchaus sein, dass sich da in Zukunft mehr ergibt. Im Moment ist es eher eine Nischenanwendung. Okay, verstehe. Okay, die Frage ist somit erledigt, das passt. Die gleiche Frage wie vorhin. Sie haben, Cobots werden klassisch oder kommen KI-Methoden zum Einsatz, wir werden sie programmiert. Sie haben maschinelles Lernen in der Entwicklung erwähnt. Meinen Sie damit mehr die Daten, die der Roboter soweit sieht, durch das maschinelle Lernen wird bearbeitet, klassifiziert und eben aufbereitet oder tatsächlich schon die Programmierung wird KI betrieben? Genau, also das ist so ein bisschen, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt an unterschiedlichen Stellen, kommt KI, maschinelles Lernen, datengetriebene Fahren bevor. Zum Beispiel, oft ist es so, dass man die Punkte, die der Roboter anfahren muss, eben nicht vorher weiß, sondern sie über eine Kamera erkennen will. Und dafür gibt es auch schon fertige industrielle Lösungen, eben Keyens, Cognex, Schunk, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, Sensorpart, die eben, ja, ob es jetzt KI ist oder ob das klassische Bildverarbeitung ist, das ist immer so eine Definitionssache. Aber da kommen eben solche Verfahren vor, um eben bildgesteuert bestimmte Anfahrpositionen zu kennen, sie an den Roboter weiterzuleiten, der sie dann anfährt. Auch diese regelungstechnischen Geschichten, wo der Roboter sozusagen diese Suchbewegung durchführt. Es ist vielleicht keine KI, aber es ist auch eben eine Form von Reaktivität, Adaptivität. Für die Generierung von Roboterprogrammen, das wird in der Industrie das ist noch nicht angekommen, aber im akademischen Bereich gibt es da sehr viele Ansätze über Reinforcement Learning, um eben Roboterprogramme zu generieren. Was wir beispielsweise machen, ist eben die Optimierung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es schon ein gutes Roboterprogramm gibt und können das dann eben über statistische Verfahren, über Machine Learning Verfahren eben optimieren. Beispiel eben aus dem Vortrag, naja, wenn ich weiß, der Roboter fängt hier an zu suchen und findet das meistens hier, dann kann ich ja gleich hier anfangen zu suchen. Das sind dann oft statistische Verfahren, Machine Learning Verfahren und das reicht oft auch. Also im Grunde es ist eine Mischform. So, ich glaube nicht, dass man wirklich komplett alles über Machine Learning erschlagen kann. Es wird immer noch so ein Human in the Loop, ein Programmierer geben. Aber so das Tandem aus datengetriebenem Verfahren und einem Prozessingenieur, ich glaube, das ist der Trick. Das ist, wie man es eigentlich angehen sollte und die Richtung geht, also die Entwicklung geht auch in diese Richtung. Das ist eine sehr gute Antwort. Also wie man das tatsächlich so begründen könnte. In dem Moment, da gab es auch eine Aussage beim Professor Kinkel vorhin, dass der Mensch eben Angst hat, wenn solche Roboter, egal ob das jetzt Chatbots, ob das Roboter selber, ob das, also egal wie sie aussehen, soweit, denen die Jobs wegnehmen würden. Da würde man in dem Moment ja sagen, der Job von dem Kutscher damals war ja in dem Moment, ja, als die Autos kamen, der ist ja nicht arbeitslos gewesen, der ist jetzt aufs Auto umgestiegen und hat dann das Auto bedient.
Und bei mir in den Vorträgen sage ich ja auch immer, naja, wenn ich so ein maschinelles Lernsystem mal hinstelle, was mir einfach nur hilft bei bestimmten Aufgaben, dann kann es ja durchaus sein, dass ich einfach Manager von diesen Systemen werde. Jetzt ist bei dem Chatbot das ein bisschen einfacher, meiner Meinung nach. Also zumindest mal glaube ich das, weil ich habe da meine Wissensbasis, ich muss diese pflegen, dann passt das soweit. Wie mache ich dieses Managen von einem Roboter? Vor allem bei einem so einem Cobot. Das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Was würden Sie dazu sagen? Genau, ja, das ist also ein Teil der Antwort ist natürlich kollaborative Anwendung, wo der Mensch entlastet wird, wo er aber immer noch dabei ist. Der andere Teil der Antwort ist es letztendlich die Befähigung des Menschen. Also wir machen bei Artiminds auch Schulungen. Das heißt, wir bilden eben Kunden an der RPS aus und ich mache auch immer mal wieder eine Schulung. Und die schwierigste Schulung, die ich hatte, war eine Gruppe von Auszubildenden. Das heißt, es waren wirklich Azubis und die konnten danach Roboter programmieren. Und vor 10, 20 Jahren wäre das wahrscheinlich undenkbar gewesen. Da hat man irgendwie erwartet, dass man ein Universitätsdiplom hat, bevor man Roboterprogrammierer werden konnte oder zumindest sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und über die neuen Programmiermethoden wird eben die Qualifikation für Roboterprogrammierer herabgesenkt. Das heißt, die Grundidee ist es, dass es so einfach wird, mit Robotern umzugehen, dass sie ja wie ein Kollege sind, den man anleiten kann. Und plötzlich kann jemand, der vor 10 Jahren keinen Roboter hätte programmieren können, eben zum Roboterprogrammierer werden. Das heißt, die Grundidee und die aus meiner Sicht sehr berechtigte Hoffnung ist, dass man die schlechte, gefährliche, einseitige Arbeit ersetzt und sie eben durch höherwertige, bessere, interessantere Tätigkeiten ersetzt. Das heißt, ob die Leute dann sozusagen alle Roboterprogrammierer werden, ob sie zusammen mit den Robotern in kollaborative Anwendungen gehen. Ich glaube, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Die große Chance der Robotik ist es, dass uns die schlechte, einseitige, belastende Arbeit ausgeht. Und das ist natürlich was Positives. Sehr schön. Das ist eine sehr gute, sehr gute Antwort. Vielen Dank. Danke. Matthias? Wir haben noch eine Kleinigkeit so weiter vorbereitet. Ich warte auf einen von den Vorständen von VKSI. Jawohl, er ist wieder da. Okay, alles klar. Genau, ich wollte nur abwarten, bis alle Fragen rum sind und dann nicht zwischen reingrätschen. Da auf meiner bzw. unserer Seite vom VKSI nochmal herzlichen Dank an Sie beide als Vortragende für die tollen, interessanten Themen, die wir heute hier haben durften und die Sie mit uns geteilt haben. Wir haben auch ein kleines Dankeschön für Sie. Allerdings müssen Sie dafür Ihre Adresse tatsächlich abgeben, beziehungsweise beim Herrn Wachtel nochmal kurz melden, wo wir die hinschicken können, weil wir sie ja leider nicht persönlich überreichen können. In der momentanen Zeit machen wir die Veranstaltung ja nur virtuell. Das müssen Sie leider in Kauf nehmen. Wir löschen danach auch gerne die Adresse, wieder kein Thema aus Datenschutzgründen. Sie bekommen von uns ein Set Design Cards. Dabei handelt es sich im Endeffekt um ein Kartenset, das eigens dafür gebaut worden ist, um Software-Diskussionen und Diskussionen um Software-Design-Entscheidungen etwas zu vereinfachen, zu versachlichen und so ein Stück weit auch vielleicht die Emotionalität rauszunehmen, die der ein oder andere von Ihnen vielleicht kennt, aus hitzigen Diskussionen, wenn es um Designentscheidungen geht. Machen wir jetzt lieber die Lösung von dem Kollegen 1 oder die Lösung von Kollegen 2. Das ist so ein, basiert im Endeffekt auf Designprinzipien, die konträr, aber auch komplementär zueinander sein können. Und im Endeffekt steckt da dahinter eine Typologie, wo letztendlich einfach mal untersucht wurde, unterschieden wurde in verschiedene Entwicklertypen, die sich in verschiedenen Dimensionen unterschiedlich ausprägen und es dadurch natürlich auch zu unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen kommen kann, was oft teilweise Typsache ist, aber auch oft ein Stück weit auch was mit der Ausbildung, Erfahrungswerten etc. zu tun hat. Und das ist im Endeffekt eine Methode, sich selber mal mit einzuschätzen mit den Design-Types, um selber herauszufinden, was bin ich denn für ein Entwicklertyp? Und das kann man auch für Kollegen machen. Und das ist dann hoffentlich hilfreich, um festzustellen, warum ich jetzt zum Beispiel mit dem einen Kollegen immer wieder anderer Meinung bin, wenn es um bestimmte Aspekte geht. Und da soll die Karte ein bisschen helfen. Da ist ein anderer noch mit dabei, wie man die einsetzen kann. Und wir hoffen Ihnen damit auch eine kleine Freude und einen kleinen Anreiz oder ein kleines Feedback geben zu können und Danke sagen zu können, dass Sie heute bei uns da waren und einen Vortrag gehalten haben. Und vielleicht auch als Anreiz für einen der anderen Teilnehmenden, vielleicht auch mal bei uns mit einem Vortrag vorbeizuschauen. Dankeschön.
Damit würde ich wieder an dich übergeben, Alex. Damit wäre in dem Moment von VKIC soweit alles gesagt. Ich mache ja nur die Moderation, ja. letztendlich, ich fand beide Vorträge heute super. Die waren so aufbauend, als hätten wir das schon dreimal geübt gehabt. Ja, also es waren so Bälle, die man hin und her sich geworfen hat. Das war sehr, sehr schön. Dennoch waren die beide sehr unterschiedlich. Letztendlich war das, also besser hätten wir es gar nicht machen können. Und ich glaube, für die Teilnehmer war das auch, obwohl es online war, in der Regel, wenn es mit dem Cyberforum gemacht wird, dann sind wir öfters beim Cyberforum selber oder irgendwo in Karlsruhe unterwegs, ist dann auch eine größere Geschichte. Ich fand trotzdem vielen Dank an Sie beide, dass wir heute diese Veranstaltung hatten. Und obwohl sie online war, da ist sehr, sehr viel Input drüber geflossen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe einige Sachen gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Sei das jetzt vom ersten Vortrag, also wo wir gerade stehen überhaupt mit den Cobots, wie klein tatsächlich die Verbreitung ist, als auch beim Herrn Dr. Katic, welche Anwendungen wurden jetzt schon tatsächlich nicht nur in der Theorie mal überlegt, ja, also ich komme jetzt aus der Forschungswelt vom KIT, dass ich sage, ja, so ungefähr könnte es sein, sondern tatsächlich, was man in der Firma so jetzt mal schon umgesetzt hat, das waren die Vorträge, ich fand das sehr, sehr schön, vielen Dank an Sie beiden. Sehr gerne. Ja, auch danke von meiner Seite. Ein sehr schönes Format. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, das war soweit das letzte Sneak Preview für dieses Jahr. Wir hatten im April eine, im Juli eine, im September und jetzt im November die letzte. Und die nächste wird dann im Februar dann sein, 21. Wir wissen nicht, ob wir uns tatsächlich dann treffen dürfen. Vermutlich werden wir wieder beim Online-Format bleiben, aber letztendlich lieber so als gar nichts. Ja, also wenn wir dann gar nichts machen würden, dann wäre vermutlich das schlechteste Zeichen. Ansonsten haben wir jetzt eine Punktlandung gemacht mit 20 Uhr. Ich würde sagen, danke für die 2 Stunden, war sehr schön mit Ihnen. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Dankeschön.